hallelujah, since I laid my burden down. Wenn ein Mädchen kommt und sagt, mir ist gerade die Jungfrau Maria erschienen, wenn hier jemand auftauchen würde heute, würden wir auch sagen, geht's dir nicht gut? Hast du was geraucht oder so? Ich habe ein völlig verkorkstes Bild von den Katholiken gehabt. Ich habe einfach gedacht, das ist irgendwo so eine Art Okkult. Urgroßvater bei der Armee, mein Vater bei der Armee, mein Opa bei der Armee. Also eigentlich gab es nichts anderes für mich. Das ganze religiöse Dasein, es hat mich beeindruckt. Ich war auch vorher schon Christin, gläubige Christin, eben einer anderen Konversion. Und ich habe mich einfach zu etwas anderem hingezogen gefühlt, zugehörig gefühlt. Und das vollziehe ich jetzt gänzlich mit dem Schritt der Firmung. Der Friede sei mit dir. Haben viele Leute zu mir gesagt, ja, nee, dann, das kann dir nicht schaden, dann fährst du halt mal durch die Grotte durch. Und wenn bei dir auch ein Wunder passiert, dann ist schön, und wenn nicht, dann eben nicht. Irgendwann ist man so gestresst, dass man einfach die Schnauze voll hat. Und dann sagt man einfach nur, lieber Gott, macht halt ein Wunder passiert, dass das alles ein Ende hat, und dann passiert trotzdem nichts. Dieser Ort ist für viele Menschen, ob sie religiös sind oder nicht religiös, ein Ort der Hoffnung. Und gerade in Zeiten, wo es den Menschen schlecht geht, da haben sie das Gefühl, sie brauchen so einen Anker für einen Lebenshalt. Hussa, hussa, die Hatz geht los. Es kommt geritten, klein und groß. Das springt und purzelt gar behend, das kreischt und zetert ohne End. Sie kommen, die Jesuiten. Da reiten sie auf Schlängelein und hintendrein auf Drach und Schwein. Was das für muntre Burschen sind, wohl graut dem Mutterleib dem Kind. Sie kommen, die Jesuiten. Wie das krabbelt, kneipt und kriecht, pfui, wie's so infernalisch riecht. Jetzt fahre hin, du gute Ruh, geh, Grete, mach das Fenster zu. Sie kommen, die Jesuiten. Gewissen, Ehr und Treue nehmt dem Mann und macht ihn ausverschämt, und seines Weibes Unterrock hängt ihm als Fahne an den Stock. Wir kommen, die Jesuiten. Von Kreuz und Fahne angeführt, den Giftsack hinten aufgeschnürt. Der Fanatismus ist Profoss, die Dummheit folgt als Betteltross. Sie kommen, die Jesuiten. Wir nisten uns im Mutterleib wie Maden ein bei Mann und Weib. Und was kein Schwein erfinden kann, das bringen wir an Weib und Mann. Wir kommen, die Jesuiten. Oh, gutes Land! Du schöne Braut, du wirst dem Teufel angetraut. Ja, weine nur, du armes Kind, vom Gotthard weht ein schlimmer Wind. Sie kommen, die Jesuiten. Herzlich willkommen zu einer Sondersendung der Serie Moderne Kriege. Hausaufgaben? Gemacht. Thema: die Schweiz. Das Gedicht gerade eben von Gottfried Keller. Der lebte zwischen 1819 in Zürich geboren und am 15. Juli 1890 gestorben, geht um die Jesuiten und die Schweiz. Im Grunde haben ja schon immer viele Menschen gefragt, Jörg, was ist eigentlich mit der Schweiz? Und da ist ja auch so ein kleines Bild drin, in diesem, wenn ihr das seht, das Intro dieses Videos, wo die verschiedenen Bilder ist, da ist ja auch die Frage drin, warum nicht die Schweiz? Warum würde die in Ruhe gelassen? Also ein sehr interessantes Thema, ist ein sehr weites Thema, ein sehr tiefes Thema und ein sehr
lass uns mal sagen, in viele Dinge hineinreichendes Thema. Aber eins kann ich euch garantieren, dies wird keine weitere Sendung, wie Sean Ross sie gerne macht. Und Sean Ross war bei mir 2015, meine ich, oder es war sogar Ende 2014, mal Gast bei mir bei Nothing But The Truth oder Hour of the Truth. Da war er noch mit bei, als ich noch mit Walt Stickel gearbeitet habe. Das ist der, der die Pharaonen-Show macht und der sich auf die Pharaonen eingeschossen hat und das eben alles aus Ägypten kommt, was in der Schweiz zu tun hat. Dass im Grunde alles aus Babylonien kommt, das interessiert ihn weniger, weil der Sean Ross ist auch nicht gläubig. Ich will den Sean Ross hier auch gar nicht anfallen, da geht es gar nicht drum. Ich will nur sagen, wir wollen heute einmal ein wenig die Schweiz belichten. Warum? Weil ich vor einigen Sendungen dazu aufgerufen habe, doch bitte mal eure Hausaufgaben zu machen. Hausaufgaben? Wovon redet der Jörg? Ich hatte euch erzählt, dass Tapassorsi in dem ersten Kapitel seines Buches Herrscher des Bösen ganz klar aufgelistet hat, wie alle Katholiken, und zwar sowohl die Laien, also das normale katholische Volk, diejenigen, die nicht zur römisch-katholischen Hierarchie gehören, und die Katholiken, die zur römischen Hierarchie gehören, dafür sorgen, dass in Amerika das ganze Staatswesen, alles was Regierung betrifft, vollkommen unterwandert ist. Mit Katholiken. Dass Katholiken als Vorsitzende bei den Ausschüssen sitzen, bei allen möglichen Gremien, dass sie sich kümmern um, wie das Geld verteilt wird, wie die Gesundheit verwaltet wird, wie die Krankenhäuser gemanagt werden, wie Arbeitslosengeld verteilt wird und kann ich gar nicht aufzählen. 30, 40 Punkte hat Tapassorsi da aufgezählt. Lest das erste Kapitel Herrscher des Bösen. Und dann habe ich aufgerufen von bitte macht doch mal eure Hausaufgaben. Schaut doch mal in eurem Land, eventuell Deutschland, weil ja viele deutsche Zuschauer dies gucken oder sonst wo und zeigt mir mal, wie das da ist. Weil Tapassorsi schreibt es für Amerika. Aber er schreibt als Grund damit zu, dass das kommt wegen der Verfassung aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Das Ökumenische Konzil von Ende 1962 bis 1965. Da gab es vier Verfassungen zu. Und in den Verfassungen werden alle Katholiken aufgerufen, eben diese Arbeiten zu machen. Wie es in Amerika aussieht, das wissen wir durch Tapassorsi. Aber wie sieht es in Deutschland aus? Ja, da macht vielleicht noch mal jemand seine Hausaufgaben. Aber der Alexander, der hat seine Hausaufgaben gemacht. Der Alexander, der kommt aus der Schweiz. Und der Alexander, der ist heute unser Gast. Und das finde ich wunderschön, dass wir heute mal eine Sendung dann zu viert machen. Wir haben nämlich den Marius. Herzlich willkommen, Marius. Wir haben Guten den Abend, Gerald. Lieber. Herzlich willkommen, Gerald. Das sind Hallo. Die Leute, die ihr kennt. Genau. Und jetzt kommt da noch ein Vierter dazu. Warte mal, das Bild ist hier irgendwo da. Und ohne jetzt den einen zu verdecken, schiebe ich dich ganz einfach in die Mitte. Bitteschön, Alexander. Herzlich willkommen, Alexander, zu dieser Sendung. Wunderbar. Guten Abend zusammen. Hallo Jörg, hallo Gerald, hallo Marius. Ja. Es ist eine Freude, mit zusammen zu sein. Ja, ja, wie läuft das jetzt heute ab? Also ich probiere hier ein wenig durch die Sendung zu führen und wie ihr das wisst, das ist alles zwar geskriptet, weil es gibt ein PDF, das hat aber diesmal nicht der Gerald erstellt, sondern das hat der Alexander erstellt. Der hat eben seine Hausaufgaben gemacht. Und das Gedicht, was ich euch gerade vorgelesen habe, steht kurz in der Einleitung damit drin. Nun, das Interessante ist, und das ist eine kleine Anekdote, die ich euch mal eben erzählen möchte, der letzte Satz, O gutes Land, du schöne Braut, du wirst dem Teufel angetraut. Sie kommen. Achso, ja weine nur, du armes Kind, vom Gotthard weht ein schlimmer Wind. Sie kommen, die Jesuiten. Dieser Absatz, der kam mir so verdammt bekannt vor. Ich sag, das kenne ich doch irgendwo her. Und dann bin ich mal auf meinen Archiv gegangen und dann habe ich mir mal ein Papier hochgenommen, das ich mir damals von dem Gerald geschickt bekommen habe. Das ist die Jesuiten und das Deutsche Reich. Warum geht das jetzt nicht auf hier? So, zeitgemäßes von Arthur Böttling, 1903. Und jetzt schaut mal, auf Seite 27, hier, also 31 in dem kleinen Heftchen, da steht hier unten, O gutes Land, du schöne Braut, du wirst dem Teufel angetraut. Ja, weine nur, du armes Kind vom Gotthard. Und da hatten wir auch mal eine Sendung drüber gemacht, über den Gotthardtunnel. Weht ein schlimmer Wind. Sie kommen, die Jesuiten. Der Böttling hat also in seinem Werk einen Teil dieses
Gedichts verarbeitet und ich dachte, ich kenne das, ich kenne das, und dann habe ich suchen müssen, bis ich es gefunden habe. Aber so ist das eben mit der Arbeit des Heiligen Geistes. Die Dinge kommen alle irgendwo wieder, sie hängen alle irgendwo zusammen und man hat hier und da schon mal was gelesen und hier ist das jetzt dann einmal erklärt worden. So, jetzt habe ich eine ganze Menge gefaselt. Ihr habt euch alle gegenseitig begrüßt. Jeder hat was sagen können. Jetzt gebe ich das Wort frei an euch und zu Anfang wird euch der Alexander ein wenig durch das PDF führen und danach werde ich ein paar Seiten lesen, aber dazu soweit mehr. Alexander, erstmal herzlichen Dank, dass du als einziger Zuhörer bis jetzt dich kennbar gemacht hast, dich hingesetzt zu haben und seine Hausaufgaben gemacht zu haben und uns mal ein wenig über die Schweiz zu erzählen. Das dürfte ja ganz interessant sein. Gibt es für dich irgendwie persönlich einen bestimmten Hintergrund, den du uns erzählen möchtest? Weil die Menschen kennen Marius, die Menschen kennen Gerald, aber die Menschen vor dem Schirm, die kennen dich ja weniger, obwohl du ja früher schon bei den Lesungen das Doppelgesicht des Papsttums und Romanismus und die Reformation, glaube ich, damit bei warst, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, sicher, ja. Da war ich auch dabei. Ja. Da warst du auch dabei. Also schon ein langjähriger, zwischen Anführungszeichen, Mitarbeiter, treuer Folger des Kanals Stunde der Wahrheit. Also ich freue mich wahnsinnig, dass du dich da hingesetzt hast und dieses Papier abgeliefert hast, wo ich bei hier schon sagen kann, wir kommen niemals mit dieser einen Sendung zu. Zumal wir am Anfang der Sendung technische Probleme hatten und, glaube ich, 20 Minuten später angefangen sind, als eigentlich wir das wollten. Aber vielleicht erzählst du den Zuschauern erstmal ein kleines wenig über dich selber und dann können wir ja ins Eingemachte gehen und ein wenig das PDF dann öffnen und dann können wir da weiterarbeiten, wenn das für dich in Ordnung ist. Also ich wohne in der Nähe von Basel, zwischen Zürich und Basel, am schönen Rhein. Es ist ein kleines Dorf, wo ich zu Hause bin. Ja, und ich kenne den Jörg Z. Er hat sich gut, seit 8 Jahren bin ich auf seinen Kanal gestoßen. Ich selber bin auch Christ gewesen, lange Zeit in einer Freikirche, habe mich dort rumgetummelt, aber eigentlich, ja, wie soll ich sagen, die Irrlehren von der Zeit her haben, ja, mit dem Futurismus, dass der Antichrist kommt, das war so eingeprägt in all diesen Gemeinden hier in der Schweiz. Und eigentlich hatte ich dann irgendwann genug von all diesen Lügen auch. Ich wollte Klarheit haben. Und dann hat mich eigentlich der Heilige Geist zu dieser Wahrheit geführt und auch zu Jörg, dann zu seinem Kanal. Ja, das ist ganz kurz zusammengerissen. Ja, das Losreißen von dieser Bewegung, wie sehr stark ist, auch hier in der Schweiz, vom Ökumenismus geprägt auch alles hier, zu einem wahren Protestantisten, zu einem wahren Protestanten, würde ich sagen, ja. Ja, und wenn man jetzt, ich habe dann eben nach deinem Aufruf, Jörg, dann dieses beherzigt, habe mich angesehen, wie das politisch auch involviert ist, die ganze katholische Kirche in der Schweiz. Und dann, ja, eben, kam etwas zusammen jetzt mit diesem PDF. Ich habe jetzt, du siehst ja meinen Schirm, ne? Genau, ja. Okay, ich habe jetzt das PDF geöffnet. Und für die Leute, die halt nur so ein Telefon haben, machen wir das PDF immer ganzseitig. Also ich mache das jetzt offen und dann gehen wir jetzt los und du fängst an, die Dinge vorzulesen, wie wir das vorhin kurz ein paar Sekunden, bevor die Kamera anfing zu laufen, besprochen haben, ne? Alles klar. Eben vorausgegangen zu dieser Studie war eben der Aufruf von Jörg in der ersten Lesung von den römisch-katholischen sozialistischen Agenda, dass wir als Zuhörer uns doch mit dieser Regierung auseinandersetzen sollten. Ja, und wie stark sie unter dem katholischen Einfluss stehen oder sogar von ihr gelenkt und kontrolliert werden. Das habe ich mir dann auch zu Herzen genommen und konnte dann Jörg nach meiner Untersuchung zukommen lassen, nach ein paar Wochen. Obwohl ich hier sagen muss, das sind nur die 7 Bundesräte in der Schweiz, wie ich durchleuchten konnte. Die ganze Schweizer Staatsapparat ist da viel größer mit seinen Ämtern, die auf Bundesebene, kantonaler Ebene und auch auf Gemeindeebene verteilt sind. Um da nur eine Zahl zu nennen, auf Bundesebene beträgt die Zahl der Vollzeitangestellten im Jahr 2020 sagen und schreiben 36.511 Personen. Also das ist nur auf Bundesebene, diese Zahl. Da kommt der Kanton noch hinzu mit den Gemeinden. Ja, und ich habe dann Jörg diese
Untersucher von diesen Bundesräten ihm geschickt und er hat mich dann angerufen, gefragt, ob ich nicht dazu bereit wäre, in einer Sondersendung dazu das näher zu bringen euch. Und heute Abend ist es nun soweit. Und ja, da wollte ich eben kurz was einwenden. Ne? Also du hast mir das erstmal als Excel-Bestand geschickt und dann als PDF, aber 53 Seiten, ich habe da einfach nicht die Zeit zu, mich da einzuarbeiten. Und dann dachte ich, weil du dich da so gut eingearbeitet hast, wäre es doch eigentlich nur logisch, wenn du dich dazu bereit erklärst, zu uns als Gast in die Sendung zu kommen, um diese Dinge vorzutragen. Und deswegen ist es heute Abend soweit, zumindest der erste Teil. Wie gesagt, wie viel das werden aus dieser Sondersendung, das müssen wir dann mal sehen. Aber toll, dass du gekommen bist. Und ja, dann hören wir uns jetzt den Rest noch von deiner Erklärung an. Wunderbar. Ja. Eben, also bevor wir jetzt in diese Untersuchung eingehen, ist mir da auch wichtig geworden, den historischen Hintergrund von der Schweiz euch näher zu bringen. Weil das, was wir heute haben, hat auch seine Geschichte in der Vergangenheit. Und ich finde, das ist sehr wichtig, das euch näher zu bringen, der Schweiz, weil es ist nicht nur die Schweiz, die davon betroffen ist, sondern ganz Europa, eigentlich ein Abbild von dem ganzen Kampf, wie das stattgefunden hat. Dazu habe ich einen kurzen Leitfaden zusammengestellt. Das fängt an eigentlich mit dem ersten Punkt, der geschichtliche Hintergründe zum Katholizismus und der Jesuiten in der Schweiz bis 1948. Dann hat sich der Sonderbundkrieg in der Schweiz ergeben. Das ist der einzige Bürgerkrieg, den es gab in der Schweiz. Durch das hat es dann 1948 eine Bundesverfassung gegeben, neu in der Schweiz. Dann kam es zum Kulturkampf in der Schweiz bis 1973 und der hatte auch wieder seine Auswirkungen auf die katholische Kirche. 1873 steht hier, nicht 1973. Ja. Entschuldigung, 1873, genau, ja. Der vierte Punkt ist dann... Interessant, mal kurz eben einzuwenden hier. Kulturkampf in der Schweiz bis 1873. 1872 hatte Bismarck in dem kurz davor gegründeten Deutschen Reich ja das Jesuitengesetz erlassen, das die Jesuiten da rausgeschmissen hat. Und der Kulturkampf begann ja dann auch 1872 bis 1878 mehr oder weniger in Deutschland. Von daher interessant, dass wir jetzt hier eben auch diesen Kulturkampf in der Schweiz bis 1873 haben und seine Auswirkungen. Ne? Der eine schließt sich an den anderen an. Ne? Der Kulturkampf in der Schweiz bis 1873 und dann hat der Deutsche gerade angefangen. Ist doch eine interessante Feststellung mal. Ne? Ja, das stimmt, ja. Ja, das muss sein, also eben, diese katholische Hierarchie musste eigentlich fallen in Europa, also ob es jetzt in Deutschland oder der Schweiz ist, früher oder später, aber eben, die Schweiz ist in vielen Dingen manchmal voraus. Dann eben, der vierte Punkt ist die Wiederherstellung des alten Ordens, also der Katholizismus wieder, wie der in der Schweiz Fuß gefasst hat. Und eben als fünfter Punkt ist dann eigentlich der effektive, wie soll ich sagen, der Überblick, wie sieht es heute aus in der Schweiz? Und da als Paradebeispiel unsere sieben Bundesräte, wo die geistlich eigentlich stehen. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich zum ersten Punkt. Das fängt jetzt an eigentlich, ich habe da als Quelle genommen den Griesinger, der wurde schon mal thematisiert in einer Lesung von Jörg. Aber ich finde, dieses Zeitdokument ist so bemerkenswert. Es gibt eigentlich nirgendwo jemand, der so offen und direkt eigentlich über diese Zeitepoche schreibt wie der Griesinger. Dann finde ich das wichtig, also finde ich es wichtig, dass man diesen auch zitiert hier in dieser Lesung. Es sind ja nicht viele Zeiten. Ich persönlich finde es immer sehr wichtig, dass wenn man auf die aktuellen Dinge eingeht, das hat Gerald ja auch bis jetzt immer wunderbar geschafft in seinen Skripten, die er vorbereitet hat für die Sendung, finde ich es unglaublich wichtig, dass man sich erstmal mit der Vergangenheit, mit der Geschichte beschäftigt, dass man die Basis, die Grundlage eigentlich kennt, auf der ja alles das von heute aufbaut. Das ist wie eine Pyramide. Wenn ich mir nur die Spitze angucke, dann verstehe ich ja gar nicht, was da alles drunter ist. Wenn ich mir nur die Schweiz heute angucke, dann verstehe ich ja gar nicht, wie ist sie denn geworden zu dem, was sie heute ist. Wir haben schon sehr viel in dieser Lesung über die modernen Kriege gelernt, über Deutschland. Und wir haben echt wirklich gelernt. Also, dass die CDU, CSU in dem Maße, wie wir es gelernt haben in dieser Sendung, die Fortsetzung der NSDAP war, das war ja selbst mir nicht klar vorher.
dass Adenauers Sohn Jesuit war, dass Adenauer selbst Geheimkämmerer des Papstes war. Das waren alle mal Dinge, die waren mir unbekannt. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, sich nochmal erstmal mit der Geschichte der Schweiz zu beschäftigen. Also wir gehen erstmal ein wenig in die Vergangenheit, um eben dann die Gegenwart besser verstehen zu können. Und dazu haben wir diese knapp 4 Seiten aus diesem Buch von Griesinger. Und das werde ich euch jetzt vorlesen, aber nicht aus dem hier rauskopierten, sondern ich habe das Griesinger Originalbuch hier stehen. Und ich werde euch das jetzt hier mal eben vorlesen, ab Ende von Seite 370, der letzte Absatz. Und da fange ich jetzt mal an zu lesen. Und wie gesagt, wenn ihr zwischendurch Fragen habt, Gerald, Marius, Alexander oder Bemerkungen, dann unterbrecht mich bitte und dann besprechen wir das gerne. Mhm. Ganz ähnlich wie jetzt in Belgien, sagt also hier der Griesinger in einem Buch, das erschienen ist 1866, machte sich vor kurzem noch der Jesuitismus in den katholischen Kantonen der Schweiz geltend und bereits 3 Jahre nach der Wiederherstellung des Ordens durch den Papst zu Anfang des Jahres 1818 erstand in Freiburg ein herrliches Jesuitenkollegium. Von dieser festen Zwingburg aus durchstreiften die Söhne Loyolas das benachbarte Land, die Kreuz und die Quer, und fast überall mussten sie sich bei ihren Glaubensgenossen Glaubensgenossen Eingang zu verschaffen. Das Resultat dieses Einflusses aber war die Gründung weiterer Kollegien in Steffis, Sitten, Brieg, Schwyz und Luzern, sowie von verschiedenen kleineren Erziehungsanstalten an einigen anderen Orten. Interessant gewählt finde ich hier das Wort Erziehungsanstalten. Nun hatten die Söhne Loyolas gewonnen Spiel, besonders als es ihnen noch weiter gelang, den bigotten Adel des benachbarten Bayerns und zum Teil auch Frankreichs zu überreden, dass er ihnen, natürlich auf Kosten der heimischen Sitten und der Erziehungsanstalten, seine Söhne zur Erziehung anvertraute. Denn ihr Ansehen stieg dadurch so hoch, dass sie in den katholischen Kantonalregierungen, besonders in Schwyz, Freiburg, Wallis und Luzern, die Oberhand erhielten und sofort alle Gesetze nach ihrem Belieben umorgelten, alle Ämter mit ihren Anhängern besetzten. So trieben sie es verschiedene Jahrzehnte lang, und ohne Zweifel würden sie es noch länger so getrieben haben, wenn sie nicht durch ihre unbegrenzte Herrschaft oder Herrschaftssucht, sowie dadurch, dass sie alles Recht Andersdenkender mit Füßen traten, schließlich in der ganzen übrigen Schweiz eine furchtbare Erbitterung gegen sich hervorgerufen hatten. Die Tagsatzung, das war in der Schweiz bis 1848 die Versammlung der Abgesandten der Orte in den Kantonen, habe ich hier in einem Kommentar mit beigeschrieben, dass wir wissen, der alten Eidgenossenschaft, dass wir hier wissen, worüber wir sprechen. Also die Tagessatzung, das ist die oberste Regierung der Vereinigten Kantone, forderte mit großer Stimmenmehrheit die Entfernung der Jesuiten. Die Antwort der Jesuiten war, dass sie die katholischen Kantone Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern, Freiburg, Zug und Wallis überredeten, einen Sonderbund zu bilden, welcher im vollkommensten Widerspruch mit dem Geiste der Schweizerischen Konföderation sowie auch mit der Bundesakte selbst beschloss. Alle nicht konvenierenden Befehlen der Tagessatzung Widerstand zu leisten, das ist Widerstand, wenn nötig, selbst mit den Waffen in der Hand. Die Söhne Loyolas glaubten, durch ein solch entschlossenes Auftreten die Tagessatzung, welche sich bisher keineswegs durch große Energie ausgezeichnet hatte, einzuschüchtern, ihre wenigstens zu imponieren, allein diesmal verrechneten sie sich vollständig. Sobald nämlich die 7 konföderierten Kantone auf die wiederholte Aufforderung, ihren Sonderbund aufzugeben und die Söhne Loyolas zu entlassen, nicht sofort gehorsam einlenken und sogar die zu Anfang 1847 an sie gesandte Tagessatzungskommission mit Hohn behandelten, beschloss die Tagessatzung, die Widerspenstigen mit Gewalt zu zähmen und berief sofort 100.000 Mann unter die Waffen, welche sie unter den Oberbefehl des tapferen Generals Dufour stellte. Nun blieb den 7 jesuitisch gesinnten Kantonen nichts übrig, als demütig um Frieden zu bitten
oder sich männlich zu wehren. Sie beschlossen das Letztere, doch ohne es auszuführen. Zwar allerdings brachten sie eine Armee von 36.000 Mann auf die Beine und unterstützten diese noch durch 47.000 Mann Landsturm, aber es war keine Begeisterung in den Truppen, und wie Dufour in den Kanton Freiburg einrückte, floh alles in wahrer Todesangst vor ihm her. Dasselbe geschah, wie sich das Gros der Tagessatzungsarmee gegen Luzern hin bewegte, und während des ganzen Krieges stellten sich die Sonderbundstruppen eigentlich nur ein einziges Mal, nämlich bei Gislikon, an der Grenze zu Zug und Luzern. Nach kurzer Gegenwehr flohen sie aber auch hier. Und so endete der Feldzug, vor dessen Beginn die Sonderbündler den Mund sogar vollgenommen hatten, auf eine für die Letzteren fast schmähliche Weise. Natürlich sahen jetzt die Söhne Loyolas ein, dass nunmehr ihres Bleibens nicht mehr sein könne. Und somit machten sie sich über Hals und Kopf auf die Beine im benachbarten Tirol und Vorderösterreich, schutzsuchend. Ja, so schnell flohen sie, dass sie selbst das zurückließen, was noch ihrem Herzen das teuerste war, nämlich ihr Eigentum und ihr Vermögen, denn sie befürchteten, für das ganze Unheil des Sonderbundkrieges, den sie allein angestiftet hatten, verantwortlich gemacht zu werden. Und das Leben nebst der Freiheit schätzten sie denn doch höher als alle sonstigen irdischen Güter. Übrigens blieben sie auf ihrer Flucht nicht lange allein, sondern es folgten ihnen sofort diejenigen nach, welche sich mit ihnen an die Spitze der Verschwörung gestellt gehabt hatten. Und so wurde die Schweizer Luft auf einmal von der ganzen verpestenden Jesuitismus-Ausdünstung gereinigt. Wie hatten wir gerade in dem Gedicht gelesen? Pfui, wie es so infernalisch riecht, nicht wahr? Ha, schmeißt die Jesuiten raus und es gibt schöne, gesäuberte Schweizer Luft. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Jetzt habe ich das verpasst, wo ich hier stehen geblieben war. So schnell flohen sie, dass ihr Eigentum war, übrigens auf der Flucht allein. Bitte? Ganz unten gereinigt, also das letzte Absatz eigentlich, die letzte Zeile auf der 172. Ja, also noch Entschuldigung dafür, aber ja. Ich habe es vorher ja nicht geübt, ne? Und die Frakturschrift ist auch wieder ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Damit aber dieselben Szenen religiöser Aufreizung, die, wie wir gesehen haben, bis zum Bürgerkriege gesteigert wurden, sich nicht mehr wiederholen könnten, verwies die Tagsatzung die Gesellschaft Jesu mit all ihrem Appendix für ewige Zeiten aus der ganzen Schweiz, der katholischen sowohl als der protestantischen. Und dieses Gesetz wurde sofort auch in die anno 1848 neu gegründete Bundesverfassung aufgenommen, so dass es bis jetzt, 1866 wohlgemerkt, noch in seiner vollen Kraft floriert, trotzdem es schon 100-mal versucht wurde, an ihm zu rütteln. Und da habt ihr dann den kleinen Bericht, den wir bereits hier gerade eben gelesen hatten. Ja, das ist zur Lesung dahin. 1953, ne, weil Griesinger schreibt ja hier logischerweise nur bis 1866. Und übrigens, hier sind wir, glaube ich, durch. Ne? Jetzt geht es hier um andere Länder. Ne? Ja, da sind wir durch mit diesem Griesinger. Da sind wir durch mit dem Schweizer Thema. Ne? Also ich habe dann hier als Kommentar hier zugefügt, hier ist das in klein, hier hat der Alexander das in groß mit eingefügt. Um das jetzt auf die heutige Zeit zu heben, weil Griesinger hat ja 1866 sein Buch geschrieben und veröffentlicht. 1953 scheiterte der Versuch, die Jesuitenartikel abzuschaffen. Und das kann man hier nachlesen in dem Link. Und 20 Jahre später scheiterte das oder passierte dann das Folgende, was wir in dem nächsten Link durchlesen können. Ja? Das ist im Grunde ganz interessant. Wenn man die Geschichte hier ein wenig kennt, die wir von dem Griesinger jetzt hier lesen, der ja viel geschrieben hat, und Schweiz war halt nur dieser kleine Teil, den er da beleuchtet hat, und wir schauen uns dann an, wie die Jesuiten im Grunde auch in der Schweiz durch Bundesgesetz verboten wurden und wie sie dann im Laufe der Jahre wieder zurückgekommen sind und wieder zugelassen wurden und natürlich ihr Wirken heute, ja darum geht im Grunde die Sendung. Ne? Und deswegen im nächsten Bericht wird auf die Geschichte der Jesuiten eingegangen in der Schweiz. Das ist das, was der Alexander uns jetzt dann
machen wird. Ja. Außer Gerald und Marius haben vielleicht mal eine Bemerkung oder eine Frage. Naja, also ich hab noch eine kleine Anmerkung. Ich habe selber mal geguckt und bin auf einen Vortrag gekommen, der 1840 gehalten wurde. Da ging es um die Ausweisung der Jesuiten aus der Schweiz. Und da war das Thema, dass die Jesuiten ja mehr oder weniger ja, verboten wurden, ja, durch den Clemens den 14. Und da habe ich einen Text gefunden. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier reinpasst. Das ist nur so ein kurzer Abschnitt. Ich würde den vielleicht mal mit vorlesen, weil das mal ganz interessant ist, was da überhaupt mit der Aufhebung gemeint ist, ne? Und wie die da gewirkt hat da in der Schweiz. Weiß nicht, ob das jetzt okay ist. Ich würde es einfach mal machen. Das ist nur ganz kurz, wenn das okay ist. Immer sehr natürlich, da geht es ja drum. Ja. Das ist ja die Sendung, ne? Jeder nimmt also, teil. Ne? Jetzt, okay, also, hört mal her. Also, wie gesagt. Aber hat den Clemens der 14. den Orden nicht gänzlich aufgehoben und überall in seiner Existenz vertilgt? Mussten denn nicht in Luzern am 17. Januar 1774 am Mittag sämtliche Jesuiten in Weltpriesterkleidung feierlich ihr Kollegium verlassen? Allerdings, aber am folgenden Morgen durften sie wieder zusammen in dasselbe zurückkehren. Sie mussten aber doch den Eid als Weltpriester schwören. Freilich, und nachmittags wurden sie wieder in ihre alte Professur eingesetzt. Und auf ähnliche Weise wurde der Orden fast überall aufgehoben. Die Ex-Jesuiten blieben überall Jesuiten. Die alten Jesuiten wurden keine neuen Menschen und darum sind die neuen Jesuiten immer noch die alten Menschen. Denn mit dem Habit wechselten sie überall nur den Namen, aber den Orden nicht. Als daher die Regierung von Wallis im Jahr 1814 den römischen Stuhl wieder um Jesuiten bat, so wurde ihr geantwortet, Zitat, ja, sie haben dieselben doch schon seit 4 Jahren in den Vätern des Glaubens, im Lande, ja, war die Antwort. Also in seinem Wesen war der Orden niemals aufgehoben. Ja, und da kann ich... Ja, da kann ich mal eine kleine Bemerkung zu geben und das ist eine Sache, die habe ich, glaube ich, auch früher schon mal angeholt, in Deutsch oder in Englisch oder in welcher Sendung, weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich glaube, es sollte jedem verständlich sein. Man kann nicht nur den Jesuitenorden verbieten. Wenn ich mein Land von dem Jesuitenorden reinigen will, oder wenn ich mein Land überhaupt von dem Einfluss der Jesuiten reinigen will, dann will ich ja mein Land hauptsächlich reinigen vom Einfluss der katholischen Glaubenslehre. Da muss ich die ganzen Katholiken verbieten. Und Bismarck hat sich da schon ziemlich weit vorgewagt, weil er damals nicht nur die Jesuiten verboten hat, sondern auch Klöster geschlossen hat. Und zwar Mönchsklöster und Nonnenklöster. Und auch Schulen geschlossen hat. Also parochiale Schulen. Das heißt also, ja, von den Kirchen unterhaltene Schulen. Hauptsächlich eben von der römisch-katholischen Kirche unterhaltene Schulen. Aber es hat kein einziges Land gegeben, sei es auch noch so klein oder noch so groß, das jemals den ganzen Katholizismus rausgeschmissen hat. Und in der Bibel steht ja ganz klar geschrieben, ein klein wenig Hefe verdirbt den ganzen Sauerteig. Ja? Verdirbt den ganzen Teig. Oder ein Apfel verdirbt das ganze Dutzend, ne? Oder den ganzen Korb. Ne? Wenn ich den Katholizismus im Lande belasse, dann werde ich immer den Jesuitismus auch im Lande haben. Und das war der große Fehler in all den Ländern, wo dann sozusagen die Jesuiten verboten wurden. Man kann dann die Schürzenträger, die Kurzrockträger, die kann man dann vielleicht mal rausschmeißen, aber diejenigen, die im Verborgenen dasselbe sind, nur andere Kleidung tragen, die erkennt man nicht und schmeißt man dann schon mal nicht mal raus. Und solange man immer noch die Falschlehre des römischen Katholizismus, die sich als Christentum verkauft, im Land lässt und ihnen die Glaubensfreiheit lässt, so lange wird dieses kleine bisschen Hefe immer dafür sorgen, dass der ganze Teig verdorben wird. Und das beste Beispiel kann ich wieder mal nur kurz geben und dann schweige ich auch und dann kann Alexander bitte gerne weitermachen mit seinem Thema hier. Lest nochmal das Buch Herrscher des Bösen. Da versteht man ganz klar, dass zur Zeit der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika, 1776 mit der Unabhängigkeitserklärung, 1789 mit der Erklärung, also mit der
Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika, dass damals nur 2,5% oder nee, weniger sogar, es waren 25.000 Katholiken, das war weniger als 1% der Bevölkerung, die katholisch waren. Jetzt schaut euch das heute an, dann habt ihr offiziell zwischen 25% und 30% katholisch, aber aufgrund des Ökumenismus und aufgrund der überall auch im sogenannten protestantischen Lager gelehrten Futurismus, das Alexander ja auch schon angeholt hat, dadurch sind die Katholiken im Grunde in Amerika in einer absoluten Mehrheit von weit über 70%, weil viele ja katholisch sind, ohne es überhaupt zu begreifen. Aus einem knappen Prozent, ich glaube 0,8% waren es damals, ist diese Übermacht gewachsen in wenigen hundert Jahren bis heute. Weil eben damals die Vereinigten Staaten von Amerika den Fehler gemacht haben, als sie ihren Staat gegründet haben, Religionsfreiheit zuzugestehen. Davor war Katholizismus in Amerika verboten. Katholiken durften keine öffentlichen Ämter bekleiden, Weihnachten feiern war verboten, es gab den Pope's Day, ja, den Papsttag, an dem man am 5. November eines jeden Jahres eine Papstpuppe verbrannt hat, also eine Puppe, die den Papst dargestellt hat, um seine Abneigung gegen den Papst kundzutun, weil die Leute damals eben von dem Papst, vor dem Papst, vor der römisch-katholischen Kirche in dieses neue Land geflohen sind. Und römische Katholiken durften keine Messe halten, sie durften keine Schulen haben, sie durften sich überhaupt nicht offiziell, sage ich jetzt mal, irgendwie bewegen. Aber das wurde aufgehoben mit der eingeführten Religionsfreiheit. Und Rom ist immer gegen Religionsfreiheit, wenn sie in der Mehrzahl ist, immer für Religionsfreiheit, wenn sie in der Unterzahl ist. Wenn Rom in der Unterzahl ist, dann ist es ein ganz liebes, kleines, junges Lamm. Bis es dann auf gleiche Höhe kommt, dann wird es zu einem schlauen und fast wilden Fuchs, aber ein reißender Löwe, wenn es in der Mehrzahl ist. Das sieht man heute in Amerika und anderen Ländern. Und das ist eben so, wenn man eben dieses letzte Stück Sauerteig nicht rausschmeißt. Also nur mit dem Verbot der Jesuiten ist es im Grunde gar nicht getan. Vor allen Dingen, weil man die Jesuiten gar nicht verbieten kann in der Hinsicht, weil sie ja kein monastischer Orden sind, also kein Orden sind, der sich irgendwo im Kloster einschließt, wie wir das von Franziskanern und anderen Ordensbrüdern kennen, sondern weil sie sich ja eben unter die Menschen mengen und das ganz besonders nach ihrem Verbot, als sie 1814 zurückgekommen sind. Und man sieht ja, wo sie heute überall sind. Ein Jesuit ist als Jesuit gar nicht erkennbar. Und das ist eben die große Gefahr. Der Katholizismus, den müsste man rauswerfen. Aber den kann man nicht rauswerfen. Und dass das nicht funktioniert, das sagt uns die Bibel. Weil die Bibel sagt uns bereits im 2. Thessaloniker Kapitel 2, dass der Mann der Sünde, der Mensch des Verderbens, der Antichrist, vernichtet wird mit der Wiederkunft von Jesu Christi. Jesus ist noch nicht gekommen. Also gibt es den Antichristen noch und gibt es seine Organisation, die römisch-katholische Kirche noch und die Stoßtruppen der römisch-katholischen Kirche, die Jesuiten. So. Da hast du mir etwas den Kommentar mit dem Wind aus dem Segel genommen, wollte ich etwas auch in die Richtung sagen, dass es ja gar nicht möglich ist, die Mentalität rauszuschmeißen aus einem Land. Wenn es auch dann irgendwie einen kleinen Prozentsatz das übrig bleibt, dann ja, wie soll man es untersuchen, wer wie gesinnt ist und naja, das ist eh schwierig da. Deswegen etwas zu verbieten, etwas zu bekämpfen, ja, man müsste was entgegensetzen und zwar die Bibel so verbreiten, die Lehre des wahren Gottes so verbreiten, dass die Menschen so in dieser Hinsicht gebildet sind, dass ja gar nicht auf die schlechte Idee kommen, aber dass die Menschen so von der Gottheit dieser Weltzeit geblendet sind und dies gar nicht annehmen, das wissen wir. Und wie ich meine, schon früher herausgefunden haben, die Jesuiten wurden dann in der Schweiz 73 glaube ich, vollkommen wiederhergestellt, oder? 1973, ne? Ja, es war 53 genau. Und dann glaube ich nochmal 73, ne? 1973, nicht 1873, ja. Ist, genau, ja. Datum, das ich und Gerald sich wahrscheinlich dann ganz gut merken können. Ja,
Genau so ist das. Warum auch immer. Ne? Ja, warum auch immer. Aber ich habe übrigens einen Artikel gefunden, einen aktuellen Artikel, da wird auch dieser Jesuitenorden nochmal vorgestellt. Und da heißt es so lapidar, na ja, also dieser Jesuitenorden, naja, der existiert zwar jetzt wieder seit 1973, aber der hat ja noch längst nicht die Größe erreicht wie vor seinem Verbot und ist also ja gar nicht mehr zu vergleichen mit dem alten Jesuitenorden. Und das hat ja sowieso alles nichts mit nichts zu tun. Ja? Das heißt also, hier wird versucht, beschwichtigt. Beschwichtigt. Heruntergespielt, ja, verkleint, abgelenkt. Ja. Ja. Und da habe ich hier auch noch einen kleinen Ausschnitt. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal mit vorlese. Wie gesagt, ich will mich hier nicht so oft drängen. Aber das ist immer so wichtig eigentlich, was hier so noch alles zusammenhängt, mit diesen ganzen Orden geht. Und da heißt es hier zum Beispiel in dieser Rede, doch es liegen sogar diplomatische Urkunden vor, dass die sogenannten neuen Jesuiten wahrhaft und grundsätzlich noch die alten seien. Und zwar steht hier oben an die Wiederherstellungsbulle Pius VII. Vom 7. August 1814. Worin derselbe den Mitgliedern des wiederhergestellten Ordens befiehlt, dass sie in ihren Kollegien und unter den Gehorsam ihrer ordensmäßigen Oberen, Zitat, ihre Lebensweise nach dem von Paul III. In seinen apostolischen Verordnungen gebilligten und bestätigten Regeln des heiligen Ignatius von Loyola einrichten, worauf er dann alle Oberen und Angehörigen des Ordens wiederholt warnt und ermahnt, Zitat, dass sie genau die von ihrem Gründer vorgeschriebenen Regeln beobachten und mit immer zunehmendem Eifer diesen nützlichen Einrichtungen und heilsamen Ratschlägen, welche er seinen Söhnen hinterlasse, gehorsam leisten sollen. Zitat Ende. Dabei aber behält er sich und seinen Nachfolgern vor, Zitat, alles das anzuordnen und vorzuschreiben, was heilsam erfunden werden möchte, um eben diese Gesellschaft immer mehr zu befestigen und zu begründen und von Missbräuchen, wenn etwa was Gott verhüten wolle, vergleichen sich eingeschlichen haben sollten, wieder zu reinigen. Dass nun der römische Schulseite von diesem Vorbehalt Gebrauch gemacht, dem neuen Orden neue Vorschriften erteilt oder ihn von eingeschlichenen Missbräuchen gereinigt und ihm also eine andere, verbesserte Verfassung gegeben haben, davon ist wenigstens zur Stunde der katholischen Welt nichts bekannt geworden. Ne? Und das ist, wie gesagt, eine Rede von 1840. Ne? Also ne, es gab keine neuen Konstitutionen. Also war das alles damals schon eine Augenwischerei, als man damals schon dieses Thema mit dem Jesuitenverbot und dann die Einführung der Jesuiten wieder auf dem Tisch hatte, hatte man genauso versucht, dort die Weste sauber zu waschen und hat eben genau dieselben Argumente benutzt, wie wir sie eben auch heute wieder lesen können, ne? Beziehungsweise eben 1973 in der Zeit. Ne? Genau. Das ist eine wunderbare Geschichtsstudie, auf dessen Basis man jetzt wunderbar, glaube ich, in das Dokument reingehen kann, was Alexander hier zusammengestellt hat, um da eben den Faden wieder hinzubringen. Weil er wollte uns ja jetzt erzählen, nachdem wir hier die Geschichte beleuchtet haben, wie es denn eben heute aussieht. Wie hat sich das Ganze jetzt entwickelt? Oder mit anderen Worten, wie hat dieses kleine Stück Hefe es geschafft, den ganzen Teig so zu versäuern? Ich glaube, das wird Alexanders Aufgabe jetzt sein, uns das hier beizubringen, nicht wahr? Klar, ja. Also eben, bevor wir zu dieser Auflösung kommen, ich habe hier nochmal seinen Bericht gefunden. Der geht auf die Geschichte der Jesuiten ein in der Schweiz. Das ist mehr so ein weltlicher Bericht, aber ist auch sehr, wie soll ich sagen, informativ, wie eigentlich die Jesuiten der Schweiz gelegt haben, bis eigentlich zum Jesuitenverbot. Wenn du da runterscrollst im PDF. Moment, nicht so schnell, nicht so weit, nicht wieder ein bisschen rauf, nochmals ein bisschen, ja. Ja, da sind wir ja. Eben, ich habe hier noch eine Anmerkung. Die Schweiz war ja mehrheitlich protestantisch geprägt. Also der Giesing hat ja von diesem Krieg geredet, das sind 7 Kantone gewesen, aber die Schweiz besteht aus 24 Kantone. Also das ist eine Kleinigkeit, also eine kleine, wie soll man sagen, die Minderzahl von der Schweiz eigentlich. Doch die katholischen Kantone wollten eigentlich ihre Identität ganz auf Rom ausrichten, also dieser Ultramontanismus, wie man das sagt. Jetzt eben hier, der Bericht fängt jetzt an, wenn du das lesen möchtest, Jörg. Jawohl. Da
Das fängt jetzt an. In der alten Eidgenossenschaft kam es. Okay, kann ich gerne vorlesen, ja. Also in der alten Eidgenossenschaft kam es 1574, das ist ja 16. Jahrhundert, jetzt gehen wir nochmal weiter zurück, auf Initiative des Kardinals... Das ist halt etwa, der Orden wurde ja 1542 gegründet, offiziell. Der Orden wurde 1542 gegründet und ich glaube, das war da auch im 16. Jahrhundert, dass Calvin in der Schweiz gewirkt hat, ne? Calvin war ein Protestant. Eben, ja. Also wir sprechen ja immer über Reformation, protestantisch und Gegenreformation, jesuitisch-katholisch, ne? Genau, ja. Also in der alten, in der alten Eidgenossenschaft kam es 1574 auf Initiative des Kardinals Karl Borromäus und des Schultheißen Ludwig Pfeiffer zu einer ersten Ordensniederlassung in Luzern. Also das ist dann wirklich die Gründung des jesuitischen Ordens auf Schweizer Boden, aus der 1577 ein Kollegium, mit anderen Worten ein Gymnasium, entstand, also eine Hochschule. 1578 wurde als Wohnsitz das heutige Regierungsgebäude zur Verfügung gestellt, an welches 1677 die Jesuitenkirche angebaut wurde, also 100 Jahre später. Aber die ist immer noch besichtigbar, also die steht immer noch da in Luzern. Okay. Die wurde also nicht abgerissen. Nein, die steht, ein Warnzeichen von Luzern. Auf Ersuchen des Nuntius Giovanni Francesco Bonomi und der Freiburger Regierung erfolgte durch Petrus Canisius die Gründung des Kollegiums St. Michael in Freiburg, das 1582 eröffnet wurde. Petrus Canisius ist ja einer der Gründungsbrüder der Jesuiten, glaube ich, mit Ignatius von Loyola zusammen, der hauptsächlich auch in Deutschland ausgeschickt wurde zu wirken, ne? Weitere Niederlassungen, allesamt Kollegien, entstanden in Pruntrut 1591, Solothurn 1646, Brig 1662 und Sitten 1734. Bedeutung für die katholischen Gebiete der Ostschweiz erlangte die Niederlassung in Konstanz 1592 und das von den Kurerbischöfen mitgegründete und im Wesentlichen von ihnen dotierte Kollegium in Feldkirch 1649. Versuche in Roveredo in Graubünden oder was ist das? Nee, Graubünden ist ja Österreich. Was ist GR? Wofür steht das? Das steht Graubünden, Roveredo. Graubünden, okay. Mensch, also bin ich ja gleich initial richtig gewesen. Versuche. Wenn ihr mal da in der Schweiz seid, ist das ein kleines Tal und am Schluss kommt man zu einem Pass und dort hat das ein riesen Kollegium dort stehen. Also, das ist unglaublich. Diese Gebäude. Kannst du uns vielleicht mal ein Bild zur Verfügung stellen in Skype, wenn du das da reinmachen kannst, wenn du ein Bild hast? Können wir das dann gleich mal zeigen vielleicht. Kannst du ja in der Zwischenzeit mal eben suchen, wenn du möchtest. Also Versuche in Roveredo, Graubünden und Chur Kollegien zu gründen, scheiterten am Widerstand. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Scheiterten am Widerstand der beiden reformierten Bünde. Eine 1646 in Bellinzona gegründete Niederlassung musste 1675 wieder aufgegeben werden. Im eidgenössischen Herrschaftsbereich lagen des Weiteren die Gründungen in Ponte 1621 und Bormio im Veltlin. Und dann kommen wir hier zu der Zeichnung der 40.000 Bajonette. Ein Ausschnitt aus einer Karikatur zum Freischarenzug nach Luzern. Soll ich noch weiterlesen hier? Gerne. Im Ancien Regime stand die Tätigkeit der Jesuiten zunächst ganz im Dienste der tridentinischen Kirchenreform. Also, wir haben uns ja jetzt hier hauptsächlich beschäftigt mit dem 16. Jahrhundert gerade eben, mit der ganzen Gründung und auch später mit späteren Zeiten. Aber im 16. Jahrhundert hatten wir ja über 18 Jahre zwischen 1545, 5 Jahre nach Gründung des Jesuitenordens und 1563, 18 Jahre lang das Tridentinische Konzil. Das ja, also wenn hier jetzt steht, stand ganz im Dienste der tridentinischen Kirchenreform. In Trident hat niemals eine Kirchenreform stattgefunden. In Trent hat damals ein Konzil stattgefunden, das heute noch immer richtungsweisend ist für die römisch-katholische Kirche, wovon bis heute nichts widerrufen ist und 125 Verdammungen gegen Protestanten ausgesprochen wurden und
im Grunde die Gegenreformation wirklich in Gang gebracht wurde. Ja? Also es gibt keine Kirchenreform, im Gegenteil, es gab im Trident gab es eine Rückkehr zur ultramontanen Kirche vor der Reformation. Jörg, dieser Bischof, dieser Schneider, der da diese Stellung bezogen hat zu der Aussprache von dem? Ja, das war genau der ja sagte, wir haben bereits eine unfehlbare Aussage über die Erlösung, über die Rechtfertigungslehre von Martin Luther. Und zwar, und das ist das Wichtige, das habe ich ja damals auch gesagt, als wir das Video angeguckt hatten, er sagte, wir haben eine unfehlbare Aussage dazu. Das Konzil spricht unfehlbar. Die römisch-katholischen Konzile, deren Kanone, so wie sich das nennt, die Gesetze, die dort erlassen wurden, die Erlasse, die dort erlassen wurden, die sind immer unfehlbar gewesen. 1870 im Vatikanischen Konzil hat dann der Papst die Unfehlbarkeit zubekommen, weil der Papst ja im Grunde die Kirche ist. Der Papst ist die Kirche. Und wenn die Kirche in Konzilien unfehlbar spricht, ja, dann ist der Papst auch unfehlbar. Vor allen Dingen eben dann, wenn er ex cathedra von seinem Thron spricht. Ne? Kathedra, Thron, Kathedrale. Man muss die Wörter mal ein bisschen sich anschauen und verstehen. Ne? Und dann kann er das auch nicht reformieren, wenn er schon mal unfehlbar gesprochen hat. Naja, das ist ja so eine Sache. Warum kann man denn eine päpstliche Bulle widerrufen? Warum kann man denn die Bulle von Papst, wie hieß er jetzt wieder, der 14., der die Jesuiten verboten Clemens. Hat? Clemens, danke. Clemens, der 14., wie kann man denn seine Bulle, die zum Verbot der Jesuiten geführt hat, wie heißt die wieder? Irgendwas mit Noster. Ach, ja. Ich komme eben jetzt nicht auf den Namen. Aber wie kann man denn diese Bulle widerrufen durch Papst Pius den 5. oder 7., was war es, 1814? Ist ja auch nicht logisch, ne? Also das ist ja genau das, was Martin Luther damals gesagt hat. Ich meine, stellen wir uns mal eben bitte noch mal kurz Martin Luther vor. Martin Luther stand in Worms angeklagt, seine Schriften zu widerrufen, und er hat ganz klar gesagt, der Papst und auch die Konzilien haben sich in der Vergangenheit widersprochen. Ja, wenn sie sich widersprechen, sind sie ja nicht unfehlbar. Darum sagte er, wenn ich nicht durch gesunden Menschenverstand und die Schrift überzeugt werden kann davon, dass meine Schriften unwahr sind, dann kann ich nichts widerrufen. Vollkommen richtig. Aber Martin Luther hat schon gesagt, dass Konzilien sich in der Vergangenheit, zu der Zeit, wo er sprach, das war 1521 oder 1520, wenn ich mich richtig erinnere, wo er da in Worms war, dass da sich bereits Konzilien widersprochen hatten. Man denkt doch nur mal an dieses Schisma, das wir hatten in der römisch-katholischen Kirche Anfang des 15. Jahrhunderts mit drei verschiedenen Päpsten. Ja, das dann zur Traufe kam im Konzil von Konstanz, wo sie den armen Jan Hus damals verbrannt hatten. Da ist ein Papst hin und da sind zwei Päpste abgesetzt und ein dritter hat das Konzil geleitet und ein vierter hat nachher alles abgeschlossen. Also wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, dann wird die römisch-katholische Geschichte, die römisch-katholische Kirche zum Gespött der Leute. Die Leute sollten sich dann nur mal mit beschäftigen. Ja? Ich kann mich nur nicht mit anfreunden, dass hier eben steht, tridentinische Kirchenreform. Das war keine Reform. Das waren ganz klar die Aussagen der ultramontanen römischen Katholiken. Die Kirche wurde nicht reformiert. Es ging in Trident um die Gegenreformation, Konterreformation. Der Gegenreformation diente die Rekatholisierung des fürstbischöflich baslerischen Laufentals durch Jesuiten aus dem Luzerner Kolleg. Der Gegenreformation diente das. Die Gegenreformation war ja, sind ja die Verfleischigung, die Fleischwerdung der Gegenreformation sind die Jesuiten. Das muss man sich immer vor Augen halten. Ja? Das Tridentinische Konzil hatte niemals eine Reform. Das hat lediglich die ultramontanen Sichtweisen der Jesuiten festgelegt. Und wie gesagt, schaut euch dazu das Buch an. Ich habe schon millionenfach erwähnt, Der Glaube der Kirche von Neuner Roos. Da stehen die ganzen Beschlüsse von Trient in Deutsch. Könnt ihr nachlesen. Es ist sehr interessant, sich damit zu beschäftigen. Also, bitte?
Ist ein wichtiger Punkt, ja klar. Ist ein wichtiger Punkt, ja. Also nochmal, im Ancien Regime, also im alten Regime, im alten Regiment, in der alten Regierung, stand die Tätigkeit der Jesuiten zunächst ganz im Dienste der tridentinischen Kirchenreform. Natürlich, die Jesuiten sind das tridentinische Konzil in der Fleischwerdung, sage ich jetzt mal. Der Gegenreformation diente die Rekatholisierung des fürstbischöflich-baslerischen Laufentals durch Jesuiten aus dem Luzerner Kolleg. Einfluss und Bedeutung erlangten die Jesuiten vor allem durch ihre schulische Tätigkeit. Wir erinnern uns, 1599 die Einführung von Ratio Studiorum, Kardinal Bellarmine, glaube ich, oder wer das war, nee, das war nicht Bellarmine, ein anderer, der das eingeführt hatte, der sagt, das Lernen gegen das Lernen einzuführen, ja, das Lernen in der Bibel gegen alle weltlichen Lehren. Und das ist alles, was man heute in der Schule gelehrt bekommt, seit Hunderten von Jahren. Das ist das Ratio Studiorum, ja. Und das ist aber auch ganz wichtig, was er hier sagt. Eben damit wird auch Griesing wieder bestätigt, mit dem Einfluss, wie die Jesuiten hat über das Schulsystem. Also das hat er sich nicht aus den Fingern gesogen, das kommt eben auch hier wieder. Der Griesing hat sich nichts aus den Fingern gesogen, nee. Der hat hier und da ein wenig, sage ich jetzt mal, nicht weit genug schauend die Dinge analysiert und festgestellt, aber aus den Fingern gesogen hat er sich nichts, nee. Ja. In den katholischen Orten haben sie fast das gesamte mittlere und höhere Bildungswesen aufgebaut und geprägt, so dass bis 1773 von einem eigentlichen jesuitischen Schulmonopol gesprochen werden kann. Eine Ausnahme bildeten die Benediktinerabteien Einsiedeln und St. Gallen. Ich kann es nicht helfen, ich muss hier schon wieder einen Kommentar loswerden. In den katholischen Orten haben sie fast das gesamte mittlere und höhere Bildungswesen aufgebaut und geprägt. Wir sprechen hier über das 18. Jahrhundert, also bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, 1773. Gehen wir einfach mal auf die heutige Zeit, jetzt gerade. Verzeihung. Nein, du sagst genau, was ich sagen will. Sag es dann. Mein alter Professor an einer technischen Hochschule sagte, als das Gespräch auf die Jesuiten kam, gute Lehrer. Heutzutage, vor ein paar Jahren, an einer technischen Hochschule. Also, nichts und geändert. Er hat ja vollkommen recht, Marius. Das ist ja das Problem. Wenn du heute deine Kinder auf eine, zwischen Anführungszeichen, gute Schule schicken willst, dann schickst du sie auf eine katholische, am liebsten auf eine jesuitische Schule, weil die Ausbildung für diese Welt ist dort unerreichbar gut. Für diese Welt. Wenn du sie auf eine Schule schickst, wo die Bibel gelehrt wird, dann ist es die Ausbildung vor allen Dingen für die folgende Welt. Weil von dieser Welt sagt die Bibel ganz klar, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Aber Eltern wollen ja immer nur, zwischen Anführungszeichen, das Beste für ihre Kinder. Wir wollen ja nur dein Bestes. Wir haben dich ja so lieb. Deswegen schicken wir dich zum Teufel. Ich meine, ihr erinnert euch vielleicht an die Priesterbeichte und die Taufe, vorgeburtliche Taufe, die Lesung, die ich gemacht habe. Da kommen jetzt die Lesungen nach und nach raus aus dem rein deutschen Kanal. Die Übersetzung, die Renate uns ja da fantastischerweise gemacht hat. Da ist ja auch dieses eine Bild drin. Von der Beichte. Ich glaube, ich blende das hier mal eben ein, dass wir das ein wenig besser verstehen können. Das ist ja in Bezug auf die Beichte auf der einen Seite, das ist aber in Bezug auf die Schule auf der anderen Seite genau dasselbe. Ja? Warum das jetzt hier in Niederlande steht, weiß ich gar nicht, aber der Text ist hier: Wat hebben wij arms schapen gedaan, dat we bij den Wolf ter Bichte gaan? Auf Deutsch, was haben wir armen Schafe getan, dass wir bei dem Wolf zur Beichte gehen? Was haben wir armen Schafe getan, dass wir bei dem Wolf zur Schule gehen? Was wird uns denn der Wolf lehren? Wie wir Gras zu fressen haben oder wie wir andere Schafe und andere Tiere jagen und vernichten? Das ist doch der Punkt im Grunde.
Ja? Und das ist im Grunde auch der Punkt, auf den wir hier in dem PDF zu sprechen kommen, den Marius wunderbar rausgeholt hat aufgrund seiner eigenen Erfahrung, weil er ja ein bisschen länger zur Schule gegangen ist und immer noch geht. Das ist ja auch in Ordnung. Aber was lernt man denn in der Schule? Da heute das gesamte mittlere und höhere Bildungswesen und auch das niedrige Bildungswesen ist aufgebaut und unterhalten vom römisch-katholischen Glauben. Ob ihr das jetzt glaubt oder nicht. Oh Jörg, ich kann doch da, ich muss da doch gar nicht in den Religionsunterricht gehen. Ich kann das auch schwänzen, kann in der Ecke eine Zigarette rauchen und das ist denen alles Mist egal. Aber all eure Curricula, all eure Schulbücher, eure Lehrpläne werden von Jesuiten geschrieben und festgelegt und von der römisch-katholischen Hierarchie abgesegnet, so dass ihr katholisch werdet, ohne es zu wissen. Das gesamte Schulwesen ist katholisch und jesuitisch in allerhöchstem Maße. Und warum verpflichten sie die Kinder, zur Schule zu gehen? Weil sie die Kinder jung haben wollen, die Menschen jung haben wollen, schon immer jung haben wollten. Genau wie Hitler sagte, gebt mir eure Jugend und ich gebe euch Männer, die werdet ihr nicht mehr erkennen. Das ist genau das Motto der römisch-katholischen Kirche schon immer gewesen. Und in diesem kleinen Satz haben wir das hier. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann bitte, dann guckt euch das doch selbst an. Ich habe vor Jahren eine Lesung mit Maximilian getan über die Evolutionstheorie. Also Evolution und Kreation, Schöpfung gegenübergestellt. Und da hat Max, der ja auch damals noch ein Student war, doch auch noch seine Schulbücher mit rausgeholt. Und haben wir das doch ganz deutlich aufgezeigt, was da für Lügen drinstehen und dass das alles aufgebaut ist auf der römisch-katholischen Lehre. Jörg, ich habe da mal was ganz Kurzes aus dem Buch, das muss ich dir unbedingt mal hier anlesen. Ja, bitte. Schriften, welche entweder den Aberglauben und die Wundersucht befriedigen, wurden sehr zahlreich verbreitet. Hingegen verständige Zeitungen und Bücher, welche auf Versöhnung konfessioneller Gegensätze abzielen, da und dort verboten. Und die heiligen Schriften des Neuen Testaments trotz bischöflicher Approbation an verschiedenen Orten öffentlich verbrannt. Denn es heißt in der Moraltheologie der Jesuiten von Freiburg im ersten Teil, Seite 147, Zitat, die Lesung der Heiligen Schrift in der Muttersprache ist verboten, und zwar mit vollem Recht, da eine solche Lesung den meisten Laien sehr schädlich sein kann, wie jeder wohl einsieht. Besondere Andachten, religiöse Vereine, eigentümliche, besonders weibliche Bruderschaften, welche wir überall im Gefolge des Jesuitenordens finden, wurden alle Orten, wo der Pfarrer mit der geheimen Bewegung einverstanden war, gestiftet und ihnen Beziehung auf kirchlich-politischen Tagesfragen, Religionsgefährte, Abfall vom Glauben und dergleichen gegeben. Das wollte ich bloß mal sagen. Also es ist tatsächlich so, dass hier sogar die Bibel verboten wurde zu lesen. Ne? Das ist in Freiburg in der Schweiz. Ne? Also von daher... Ne? Die römisch-katholische Kirche, um das mal ganz klar zu sagen, für jeden verständlich, im ganz klaren Deutsch, die römisch-katholische Kirche verbietet einem jeden gläubigen Katholiken noch heute das Lesen der Bibel in seiner eigenen Sprache. Weil die römisch-katholische Kirche sagt, die Bibel ist ein mysteriöses Buch. Sie kann nur verstanden werden durch die Erklärung des Priesters. Ja, und wenn man sich das auch mal sieht, jetzt Literatur im Allgemeinen, ne, weil hier steht, dass also hier besonderer Bereich der Literatur, ne, angesprochen wird, aber eben diese Schriften, die versuchen eben dort auszugleichen, also man kann auch sagen, eine freie Meinungsäußerung zulassen, ne, die werden eben hier immer mehr angegriffen und da und dort verboten. Und wenn man das jetzt mal aktuell, ja, in diesen Bezug setzt, ne, was wir jetzt für eine einheitliche Sprache in den Medien und in den Zeitungen finden und wir lesen dann sowas, ja, und wir wissen ja auch, dass die Medien ja alle mehr oder weniger dem Papst ja unterworfen sind, ja, der hat ja das Geburtsrecht an den Medien, ja, und dann kann man hier tatsächlich Parallelen finden, ne, von 1840 bis jetzt und man sieht tatsächlich, es hat sich hier auch nichts geändert, ne. Bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts gab es noch wirklich freie Presse. Nicht die ganz großen, nicht die großen Zeitungen oder was, aber es gab noch wirklich freie Presse.
Und sicher Gerald ist da ein perfekter Zeuge für, der ja ständig diese ganzen evangelischen Zeitschriften und Drucke aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts oftmals auch auf seinem Archiv bereitstellt für die Leute. Das gibt es heute gar nicht mehr. Warum gibt es das heute nicht mehr? Weil die römisch-katholische Kirche das nicht zulässt. Die unterdrückt solche Dinge. Es ist ganz, ganz selten, dass nochmal irgendwo irgendetwas römisch-katholisch-kritisches den Kopf hochsteckt. Jetzt könnt ihr sagen von, ja Jörg, aber der Marius liest doch gerade das Buch der Vatikan und das 20. Jahrhundert. Edmond Paris hat doch geschrieben, der Vatikan gegen Europa. Der hat doch geschrieben, die verborgene Geschichte der Jesuiten. Avro Manhattan hat so viele Bücher geschrieben. Eric John Phelps hat geschrieben, Vatican Assassins, Wounded in the House of My Friends. Es gibt doch so viele Bücher. Da stelle ich euch die Gegenfrage, wie viele Leute lesen das denn? Und von denen, die es lesen, wie viel verstehen es denn? Und ganz sicher im Licht der Bibel. Ja. Was juckt es die Eiche, wenn das Schwein sein Fell dran kratzt? Das sind solche Bücher. Das ist nur für einen ausgelesenen Personenkreis, die diese Sachen lesen und auch tatsächlich verstehen. Und die sind so wenig, da macht das im Grunde auch nichts mehr aus. Sie können nicht alles unterdrücken. Nein, das stimmt. Aber was sie nicht berücksichtigen hierbei, ist, dass Gott, Jahwe, unser Vater im Himmel, immer und überall wenige, aber doch seine Menschen hat. Und die sehen dies eine hier und das andere da und die tragen hier was zusammen und die tragen dort was zusammen. Und unter anderem kommen dann solche Dinge raus wie Stunde der Wahrheit, wo wir uns hier mit vier Leuten treffen und diese Dinge besprechen. Und es gibt ein paar hundert Leute, die machen sich die Mühe, schauen dieses Video an und einige ziehen daraus sogar eine Lehre. Was ich eine interessante Lehre für heute finden würde, hieraus zu ziehen, nicht, dass ich jetzt schon zum Schluss komme, aber was ich eine interessante Lehre finden würde, wäre, wenn noch mal jemand sich auf den Hosenboden setzt und seine Hausaufgaben macht und sich mal anschaut und uns dann vielleicht eine Studie dazu zukommen lässt, wie die römisch-katholischen Organisationen das gesamte mittlere, höhere und auch niedrigere Bildungswesen aufgebaut und geprägt haben und heute immer noch beherrschen. Das kann man feststellen. Wie ich unter anderem mit Max damals in der Evolution gegen Schöpfungslehre Serie festgestellt habe. Man kann es feststellen. Und dann werdet ihr es sehen, dann seht ihr das mit eigenen Augen. Und bei vielen ist eben das Sehen Glauben. Genau wie beim ungläubigen Thomas. Nee, Jesus, ja. Ich muss dir erst in die Hand fassen, ich muss das Loch erst gefühlt haben, ich muss das erst gesehen haben, bevor ich das glaube. Und Jesus hält ihm die Hand und sagt, hier, bitte, hier bin ich, fass mich an. Aber selig sind diejenigen, die nicht sehen und doch glauben. Jörg, mir kommt auch gerade so ein Gedanke, wir hatten noch mal in den modernen Kriegen dieses Cusanus-Netzwerk. Ja. Durchsprochen, erinnerst du dich? Ja, absolut. Miles? Da ging es doch darum, da hatten wir doch mal auf so einer, ich glaube, das war die Wikipedia-Seite von diesem Netzwerk, da hatten wir uns doch mal angeguckt, wie wer da sozusagen Alt-Cousin, also sozusagen aus diesem Netzwerk sozusagen rausgegangen ist. Also wie so eine Stiftung ja gewesen, ne, für Studierende, ne, die eben besondere Fähigkeiten, besondere Begabung haben. Ne? Also wie gesagt, die nehmen natürlich nicht die Dümmsten, sondern nur die Besten. Und da hatten wir doch gesehen, dass dort die meisten Abgänger aus diesem katholischen Netzwerk Universitätsprofessoren waren. Der Punkt. Das kam mir jetzt nochmal in den Sinn. Weißt du, wo wir dann geguckt bekannte haben? Bekannte ehemalige Cusanus-Stipendiaten, sogenannte Alt-Cusaner. Hier stehen sie doch alle. Na hier, guckt doch mal. Hochschule. Guckt euch das doch mal an. Ja, hier. Hochschullehrer. Hier, Thomas Gottschalk dazwischen, ne, unter anderem. Aber es geht hier darum, dass die eben welche Berufe haben, die Hochschullehrer, Philologe, Hochschullehrer, Unternehmer, Hochschullehrer. Ja, also da ist doch der Beweis und da hatten wir schon drüber gesprochen. Hier, Norbert Lammert, ja, ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages unter anderem. Ne? Seht ihr ja, wenn jemand, das ist jetzt mal ganz, ihr habt das ja selbst gesehen, ich habe es ja gerade erst gesucht und aufgemacht, eine ganz spontane, schnelle Suche. Da sieht man,
Und, ja, alles das sind Cusanus-Stipendiaten, das ist römisch-katholisch, weil das Cusanus-Werk wurde 1956 als eingetragener Verein der Deutschen Bischofskonferenz gegründet. Ja, was ist das denn? Ist das katholisch oder protestantisch? Du weißt, das kann man abkürzen mit dem Skript heute. Also mit der Aufgabe. Naja, wir müssen ja noch über die Schweiz sprechen. Wir sind über die Schweiz noch gar nicht richtig zu sprechen gekommen. Der Alexander tut mir ja schon fast leid. Das wäre gut. Super. Aber so geht das eben in der Sendung. Ich muss dem Alexander das nicht sehen. Der guckt ja jede Sendung, glaube ich. Der weiß ja, wie das bei uns geht. Da wird man vom Hundertstel ins Tausendstel geführt, ne? Und ich will jetzt der ganzen Sache überhaupt keinen Abbruch tun. Und ich freue mich drauf, dass der Alexander hier ist. Und ich möchte gerne in diesem PDF weiter. Aber er hat mich ja gebeten, diesen Absatz zu lesen. Aber ich komme nicht weiter als den zweiten Satz hier. Also. Habt ihr noch ein paar Bilder reingeschickt von diesem Kollegium? Ah ja, okay. Genau, da hatten wir drüber gesprochen. Dieses hier, ja, wow. Also das ist ein 100-Seelendorf. Und dann steht so ein Ding dort drin. 100-Seelendorf? Ja. Und allein in diesem Haus sind mehr als 100 Zimmer, ne? Ja, ja, logisch. Mein. Das andere Bild ist noch beeindruckender. Das andere, das zweite da. Also. Ja. Also gigantisch. Das ist gigantisch, ja. Na, danke, dass du dir schon mal die Mühe gemacht hast, die Bilder hier rauszusuchen. Dann werde ich jetzt noch mal probieren, weiter vorzulesen. Aber bitte unterbrecht mich mit euren Kommentaren und Zwischenrufen, wenn irgendwas zu sagen gibt. In den katholischen Orten haben sie fast das gesamte mittlere und höhere Bildungswesen aufgebaut und geprägt, so dass 1773 von einem eigentlichen jesuitischen Schulmonopol gesprochen werden kann, nein, gesprochen werden muss. Eine Ausnahme bildeten die Benediktinerabteien Einsiedeln und St. Gallen. Aber das sind eben katholische Abteien. Also wenn es nicht jesuitisch ist, dann ist es doch zumindest katholisch. Als ein Mittel zur Bildung erwies sich auch das jesuitische Schultheater. Aha. Wie nannten wir das noch, dieses Schultheater? Ratio Studiorum und all die Dinge, die damit beihängen, ja, wie die Ausbildung eben aus dem Barock und geistliche Spiele. Geistliche Spiele? Geistige mentale Übungen. Mentale Verrenkungen, ja? Geistige Übungen, genau, Alexander. In der Seelsorge wirkten die Jesuiten durch Predigt, Katechese, Exerzitien und marianische Kongregationen und nicht zu vergessen die Beichte. In der zweiten Hälfte des 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gewannen Volksmissionen an Bedeutung. Bis 1773 traten rund 1200 Schweizer dem Jesuitenorden bei. Darunter herausragende Persönlichkeiten wie die Mathematiker und Astronomen Paul Guldin und Johann Baptist Cisat. Zahlreiche Jesuiten haben als Missionare in Übersee, unter anderem Mittel- und Südamerika, Indien und China gewirkt, vor allen Dingen in der Zeit Mittel- und Südamerika, man denke mal an die paraguayanischen Reduktionen. Unter ihnen Pietro Berno in Indien, Johann Anton Balthasar, Philipp Anton Segesser von Bruneck und Caspar Stieger in Mexiko, Jean Magnin in Ecuador und Peru, wo er auch wissenschaftlich tätig war und diese Länder kartografisch beschrieb, Martin Schmidt, der Organisator der Chiquitos-Reduktion. Chiquita-Bananen, hat das damit was zu tun, meint ihr? Siedlung der Chiquitos-Indianer im heutigen Bolivien, sowie der Uhrmacher, ja, die Schweiz steht natürlich für Uhren und Genauigkeit und Präzision, Franz Ludwig Stadlin am Kaiserhof in Peking. Nach der Aufhebung des Ordens 1773, Entschuldigung, nein, der Orden wurde nicht aufgehoben, nach dem in den Untergrund gehen des Ordens 1773, führten die Schweizer Jesuiten als Ex-Jesuiten ihre Kollegien weiter, bis sie nach und nach ausstarben und durch andere Kräfte ersetzt werden mussten. Zum Beispiel die Redemptoristen, ne, um die mal eben noch in Erinnerung zu bringen. Nach der Wiederherstellung der Gesellschaft Jesu konnten die Jesuiten bis 8...
1847 ihre alten Niederlassungen in Brig 1814, Sitten auch 1814 und Freiburg 1818 wieder übernehmen. Dominus ad Redemptor Noster heißt die Jesuitenbulle von Papst Clemens dem 14., die die Jesuiten verboten hat. Dominus ad Redemptor Noster. Jetzt bin ich da endlich drauf gekommen. Freiburg wurde in diesem Zeitraum zu einem weit ausstrahlenden Zentrum katholisch-jesuitischer Restauration. Freiburg, im Französischen heißt das, glaube ich, Fribourg, ne? Genau, Fribourg. Ja, Fribourg, ja. 1827 und 1836 folgten Neugründungen der Estavaya Le Lac und Schwyz. 1845 kehrten die Jesuiten auf Betreiben der Luzerner Regierung nach Luzern zurück. Auf Betreiben der Regierung, die sie also vorher verbannt hat, jetzt sorgen sie dafür, dass sie zurückkehren. Wie kann das wohl? Unterwanderung, Infiltration. Ja, und Luzern ist katholisch, also die sind bedrängt. Aber trotzdem, ne? Wenn sie ja, die Jesuiten zurückholen, dann ist das, weil die Leute, die da dass die Zurückholung betreiben, jesuitisch unterwandert sind. Ja, oder hirngewaschen. Ja, das ist ja dasselbe. Gut. Ja, okay. Nachdem einzelne Stände schon auf der Tagsatzung des Jahres 1844 die Vertreibung der Jesuiten gefordert hatten, da hatten wir ja bei Griesinger schon eben drüber gelesen, weil ihnen die Schuld an den Walliser Maiwirren angelastet worden war, gab die umstrittene Jesuitenberufung nach Luzern Anlass zu heftigen Reaktionen und führte unter anderem zu den Freischarenzügen und dem Sonderbund. Der Ausgang des Sonderbundskrieges 1847 führte zur Ausweisung der Jesuiten aus der Schweiz und zur Aufnahme des Jesuitenverbots in die Bundesverfassung von 1848 im Artikel 58. Die Bundesverfassung von 1874 erweiterte das Verbot des Jesuitenordens auf jede Tätigkeit in Kirche und Schule. Und wenn ihr halt wissen wollt, wie das abgelaufen ist, ne, das hatten wir ja bereits weiter oben gesehen, da hattest du das ja in den Text eingeblendet. Das hatte ich ja hier bei Griesinger geschrieben. Ja? Ja. 1953, wo es dann eben den Versuch gab, den Jesuitenartikel abzuschaffen und 20 Jahre später, was damit passierte. Wollen wir uns mal eben diesen Link hier von 20 Jahre später angucken? Oder? Nein, musst du nicht. Ich habe einen anderen Link noch später. Du hast einen anderen Link später. Aber was er jetzt schreibt, stimmt auch nicht. Es gab dann den Artikel 51 und 52. 1874. Ja, mit um 52, das stimmt, da habe ich mich auch damals mit beschäftigt, mit dem als Griesinger das erwähnt hatte, ja. Ja, also das ist eben, es war noch viel eklatanter dann, diese Verbot. Ja. Ja, ich glaube, jetzt Alexander, ist es an dir, ne? Oder soll ich alles durchlesen? Nein, ist gut, das kommen wir jetzt eigentlich zum Sonderbundskrieg. Also ich mache das nur kurz, einen Überflug darüber. Wir haben ja vorher schon darüber gehört, von diesem Krieg bei Griesinger. Ja, wie sie alle weggelaufen sind von allen Schlachten. Ne? Genau. Jetzt, weil kämpfen lassen die Jesuiten immer nur andere. Wenn die selber an die Front müssen, dann nehmen sie die Beine in der Hand. Ja, was ich da noch wichtig finde, ist in diesem also in diesem Text drin ist bereits am 21. Oktober, also in diesem Sonderkrieg, stand ein reformierter Genfer General an der Spitze. Also, wie soll ich sagen, die Gegentruppe gegen die Jesuiten, das war von einem reformierten protestantischen Mann geführte Armee. Und der war sehr darauf bedacht, ja, nicht wild loszuschießen, sonst hätte es ein riesen Blutbad gegeben in der Schweiz und der wollte eigentlich das um jeden Preis vermeiden, dieses Blutbad. Und da war sein Vorgehen, also das ist eine Zusammenfassung jetzt von diesem Sonderbundskrieg, hat er sich eigentlich als erstes Ziel Freiburg eben ausgesucht und dort mit seiner Truppenpräsenz diese Armee zu beeindrucken, dass die aufgeben. Was auch noch wichtig ist in diesem Krieg, man hatte sehr große Befürchtungen, dass diese Jesuiten noch von anderen Ländern
militärische Unterstützung bekommen. Also von Österreich oder von wo auch immer. Und diese, wie soll ich sagen, diese Hilferufe oder diese Hilfeschrei von der katholischen Sonderbund wurden eigentlich rigoros eigentlich unterbunden. Also es kam nicht dazu, dass das Ausland hier in der Schweiz eingriff in diesen Krieg. Das ist sehr wichtig. Also wenn das gekommen wäre, dann wäre es auch wieder also anders gelaufen mit diesem Sonderbundskrieg. Aber diese Möglichkeit hat bestanden und dass sie haben dafür gearbeitet, dass diese Situation eintrifft. Ja gut, du siehst ja, auf welcher Seite ich hier bin. Ne? Also entweder liest du ja. Hier oder du sagst, ich soll weiter scrollen, gib mir mal ein bisschen Anweisung. Genau, ja. Ohne deine Anweisung bin ich ein bisschen verloren, ne? Musst du ja eben sagen. Hier ist ein Bildlein vom General Guisson, wie er hier diese Armee leitet. Ja. Kannst du weitermachen? Was ist hier noch wichtig? Ja, das eben das meiste, wie vorher der Griesing auch gesagt hat, er greift dann Luzern an. Dort gab es dann einen kurzen, ja, wie soll ich sagen, ein kurzes Gefecht mit der Gegengruppe, mit dem Sonderbund in Gisikon. Dort starben etwa knapp 100 Leute im Gesamten. Das war es dann gewesen mit diesem Krieg. Also eben 3 Wochen hat es gedauert, dieser Sonderbund. Zwischen dem 25. und 29. November folgten die kampflose Unterwerfung der Urkantone und des Wallis und damit das Ende des Sonderbundes. Österreich, Frankreich, Preußen und Russland einigten sich am 18. Januar 1848 noch auf eine drohende Interventionsnote. Sie verlangte von der Tagessatzung, dass dies auf die Frage des Sonderbundes und der Jesuiten zurückkomme. Aber die Schweiz hat darauf gepfiffen. He. Die siegreiche Tagessatzungsmehrheit antwortete am 15. Februar selbstbewusst und verwahrte sich gegen jegliche Angriffe auf ihre Souveränität. Die Februarrevolution in Frankreich und ihre Folgen vor allem auch für Österreich verhinderten ein Eingreifen der Großmächte. Somit kam die Ruhe wieder in die Schweiz, ja. Hier ist eine Auflistung der Toten am Anfang. Der Verletzten, also der Sonderbundskrieg hat weniger Opfer gehabt wie der Freischarenauszug vom 1845. Da war auch eine katholische, wie soll ich sagen, Auseinandersetzung mit den Protestanten, aber die war nicht so groß, also nicht so maßgebend wichtig für die Geschichte der Schweiz. Was noch wichtig ist, diese Kantone, die da involviert waren in diesem Aufstand, die mussten dann die Kosten tragen. Das waren doch für diese Zeit erhebliche Summen von 6,18 Millionen. Ja. Stopp mal schnell die Tagessatzung weg. Ja, das ist noch. Eben das ist noch diese Sache. Die Tagessatzungsmehrheit schickten die in die besiegten Kantone die eidgenössischen Repräsentanten. Also nach diesen Sachen schickte die Schweizer Regierung, also die Landesregierung, Repräsentanten in diese Kantone, wo da aufständisch waren, wie Schwyz, Luzern, Freiburg, und haben geschaut, dass diese Maßnahmen auch umgesetzt wurden, dass die Jesuiten ausgewiesen wurden, dass es sauber alles läuft. Ja, und dann eben kam es zur Wahl, zu dieser Bundesverfassung, die wurde dann angenommen mehrheitlich. Und die hat dann Bestand gehabt in der Schweiz. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, wie auch noch wichtig ist, ist der Kulturkampf. Also jetzt
kommen wir zum nächsten Punkt, dass der Kulturkampf in der Schweiz, der eben seine Auswirkungen hatte bis 1873. Da kannst du ein bisschen runterscrollen. Das ist ein Inserat von einem Blatt, wie eigentlich die Jesuiten hier aufzeigt, der Papst. Kannst du weiter scrollen? Ja, okay. Das ist gut so. Ich denke, wichtig, damit stoppen wir mal, Jörg. Stopp, ja. Das muss man verstehen. Der Kulturkampf hat eigentlich seine Wurzel eigentlich mit der Aussage vom Papst, mit seiner Unfehlbarkeit. Das ist wie soll ich sagen, der Ultramontismus in den beiden Katholiken hat da Feuer gefangen wieder. Und das hat recht viele Wellen geschlagen, diese Aussage vom Papst. Naja, die päpstliche Unfehlbarkeitserklärung auf dem Ersten Vatikanischen Konzil 1870 war ja im Grunde nur eine Folge des Syllabus Errorum, den Papst Pius IX. Bereits 1864 erlassen hat, zusammen mit seiner Bulle Quanta Cura. Das waren die Vorläufer der Unfehlbarkeitserklärung. Dieser Syllabus Errorum, also Syllabus der Fehler, der 75 verschiedene Punkte aufführt, mit denen alle freiheitlichen Bestrebungen verdammt werden, also Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Gedankenfreiheit, Religionsfreiheit, freie Wahlen, Regierung von dem Volk, durch das Volk, für das Volk. All diese ganzen Dinge, die hauptsächlich gemünzt waren, natürlich auf die Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch auf alle freiheitlichen westlichen Länder, die eben damals an der Reformation teilgenommen haben. Dieser Syllabus Errorum, der lag eigentlich an der Basis, weshalb dann nachher die Unfehlbarkeitserklärung des Papstes durchgesetzt wurde. Weil eben damit ganz klar gezeigt wurde, dass in den Augen der römisch-katholischen Kirche nur eine von der römisch-katholischen Kirche geführte Regierung eine vor, zwischen Anführungszeichen, Gott anerkannte Regierung sein kann. Und dass eben Papst Pius IX. Mit seinem Syllabus Errorum und dann später mit der Unfehlbarkeitserklärung dafür sorgen wollte, dass er den theokratischen Gottesstaat wieder einführen kann, den bereits Hildebrand 1073 begonnen hat einzuführen, der einen schweren Rückschlag erlitten hat mit der Reformation Anfang des 16. Jahrhunderts, mit der Reformation, mit dem Protestantismus. Und die Wiederherstellung dieser Zeit davor, wo eben der Papst in der bekannten Welt unangefochten regiert hat. Diese Wiederherstellung, in der Endzeit davon leben wir heute. Das nennt man heute die neue Weltordnung, die nicht neu ist, sondern die nur eine Wiederherstellung der alten Weltordnung ist. Und dazu hilft es natürlich, dass der Papst unfehlbar erklärt wird. Was er bereits begonnen hat mit dem Syllabus Errorum und Quanta Cura, wurde dann mit der Unfehlbarkeitserklärung durchgesetzt. Und wichtig ist, dass wenn die Katholiken akzeptieren, dass der Papst unfehlbar ist, dass man versteht, dass der Papst von Jesuiten kontrolliert wird. Also ist alle Aussagen, die der Papst macht, sind im Grunde Aussagen nach der Schnauze der Jesuiten. Also sind die Jesuiten mehr oder weniger unfehlbar. Da geht es im Grunde drum. Und gegen Unfehlbarkeit lehnt man sich nicht auf. Und wenn man sich dagegen auflehnt, dann muss man eben vernichtet werden. Und dieses Dogma heutzutage in der Welt zu verbreiten, das ist das in der Zeit, in der wir uns heute befinden. Das ist überhaupt der Grund, weshalb wir diese ganze Serie Moderne Kriege machen, um aufzuzeigen, sie wollen diese Veränderung durchführen. Sie wollen, dass die ganze Welt akzeptiert, dass der Papst ein unfehlbarer Führer ist. Und wenn er sagt, das und das und das muss sich wieder vereinen, dass das dann nicht in Frage gestellt wird, sondern passiert. Weil in Frage stellen können das nur Regierungen, die von dem Volk, für das Volk, durch das Volk gemacht werden, die also daher total gegenüber dem monarchisch geführten Vatikan sind,
wo eben Könige regieren und eben der König der Könige, der Papst, der regiert. Also jede Regierung, die nicht vom Papst geführt wird, ist im Grunde eine de facto Regierung und alle diese Regierungen müssen im Laufe der Zeit de jure gemacht werden. Und wenn alle Regierungen de jure katholisch sind, de jure vom Papst geführt werden, dann haben wir die neue Weltordnung, die sogenannte neue Weltordnung, vollständig hergestellt in dieser Welt. So, das war eine kleine Zusammenfassung dieser ganzen Dinge. Aber es ist ja auch mal nicht unwichtig, das mal eben so zu nennen. Ne? Na sicher nicht, auf das läuft es ja hinaus jetzt. Ja. Ja, darauf läuft es hinaus, ja. Natürlich. Genau. Die päpstliche Unfehlbarkeit ist wichtig, aber man darf in der päpstlichen Unfehlbarkeit nicht vergessen, den Syllabus Errorum und die Bulle Quanta Cura. Ja, das war aber nicht bewusst. Ja. Nee, gut, das kann dir auch nicht, kann auch nicht jedem bewusst sein, deswegen sage ich das ja. Das wird vor allen Dingen deutlich, wenn man das Buch liest, The Papacy and the Civil Power by R.W. Thompson, ein Video oder eine Videolesung von Tom, die ich ab der zweiten Jahreshälfte auf meinem Jogglers War und Disinfo in Englisch veröffentlichen werde. 40 Videos habe ich bereits hochgeladen, aber erst ist noch Code Red Babylon 2 und dann kommt dieses Buch da. Und das kann man sich auch gerne ankaufen, das kriegt man für zwischen 50 und 100 Euro. Ein Neudruck. Ich probiere eine erste Edition zu bekommen, eine Erstausgabe zu bekommen. Das ist nicht so leicht. Habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Und 400 Euro will ich da auch nicht für so ein Buch ausgeben. Aber ist es mir im Grunde schon wichtig, weil man kann die ganzen neueren Dinge ja auch verfälschen. Und außerdem ist es nicht dasselbe, ein Originalbuch in der Hand zu halten, als ein Neudruck eines alten Buches. Aber das ist eine andere Sache. Ich habe ja noch etwas zu diesem Syllabus Errorum, hieß das? Ja, genau. Ist das eine Bulle, also eine unfehlbare... Nein, das ist ein Syllabus. Das ist also sowas wie eine Breve. Ja? Die Bulle, die dazugehört, ist Quanta Cura. Aber die bestätigt bzw. setzt das fest, was die ganzen Fehler sind und was abgelehnt wird? Ja, die Quanta Cura ist da mit drin. Hier, das ist von Papst Pius dem IX. Wie ich gesagt hatte, hier, Wikipedia. Enzyklika oder Bulle, ne? Mit welcher Sorge von 1864 verurteilt Papst Pius IX die Religionsfreiheit und Trennung von Kirche und Staat. Das heißt, hiermit geht er nochmal da auf das ein, was unter dem Namen, hier steht's ja. Lesen wir das nochmal eben vor, dann versteht ihr das auch. In der Enzyklika Quanta Cura, zu Deutsch mit welcher Sorge, von 1864 verurteilte Papst Pius IX die Religionsfreiheit und die Trennung von Kirche und Staat. Damit stellte er sich gegen die Entwicklung zu säkularisierten Staaten in Europa und in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da wird ja komischerweise gar nicht von gesprochen. Hauptsächlich gegen Amerika. In einem Anhang von 80 Punkten, der unter dem Namen Syllabus Errorum bekannt wurde, werden unter anderem die Postulate, es stehe jedem Menschen frei, jene Religion anzunehmen und zu bekennen, die er für wahr hielte. Die Menschen könnten bei Übung jeder Religion die ewige Seligkeit erlangen und man könne Gott als Protestant ebenso gefallen wie in der katholischen Kirche als Irrtümer bezeichnet. Der Anspruch der katholischen Kirche auf die letzte Instanz in geistlichen Dingen, den diese Enzyklika formuliert, wurde wenige Jahre später mit dem Unfehlbarkeitsdogma bekräftigt. Seht ihr, deswegen lege ich diesen Link. Ja? Wikipedia bestätigt das, was ich hier sage. Super, ja. Durch die Jörg, darf ich mal ganz kurz was, weil ich hier meine bitte, Frage habe. Bitte, bitte, hatte ich dich hau rein. Habe ich dir mal geschrieben, diese Dignitas Humanae. Dignitas Humanitate, ja. Humanitate. Ja, oder Humanitate oder Humaninae, also was lateinisch für laut Wikipedia Würde des Menschen steht. Und da heißt es hier in Wikipedia, mit dieser Erklärung, also was auch immer das ist halt wirklich bloß ein kurzes Papier, ne? Das ist jetzt nicht so groß wie so eine Bulle oder so eine Breve. Mit dieser Erklärung vollzog die katholische Kirche eine grundlegende Neupositionierung und auch eine Korrektur ihrer Lehre. Also diese Lehre, und das heißt es hier eben, war dann die Ablehnung der Religionsfreiheit, welche kulminierte, also zusammenkam 1864 in der Enzyklika Quanta Cura unter Papst Pius IX. Und dem ihr angeführten Verzeichnis der Irrtümer, dem sogenannten Syllabus Errorum.
Ne? So, und dann heißt es hier, wegen dieser rigorosen Ablehnung der Religionsfreiheit als Menschenrecht wurde diese Neupositionierung als kopernikanische Wende der katholischen Kirche, nämlich vom Recht der Wahrheit zum Recht der Person bezeichnet, deren Bedeutung kaum hoch genug eingeschätzt werden könne, heißt es hier. Ne? Und dann geht es hier weiter. Hier wird für die Lehre von der Freiheit und dem Recht der menschlichen Personen, von den Aufgaben und Befugnissen des Staates und religiösen Dingen ein neuer Boden gewonnen, der es erlaubt, überholte und unhaltbare Positionen der kirchlichen Lehre aufzugeben, ohne doch den Wahrheitsanspruch des katholischen Glaubens in Frage zu stellen. Wow. Ja, Punkt. Zitat Ende. Ne? Heißt es hier, diese komische Dignita Humanitate oder Humanal. Ne? So, und das ist ja im Prinzip eins, das ist ja erstmal ein krassen Widerspruch zu dem, was wir tatsächlich jetzt auch hier die ganze Zeit hier auch uns angeschaut haben. Ne? Wir haben ja festgestellt, dass der Jesuitenorden in voller Wirkung ist. Wir haben jetzt sogar einen Jesuitenpapst und wie das um die Religionsfreiheit bestellt ist, da sieht es ja mittlerweile genauso düster aus wie vor 200, 300 Jahren. Also insofern weiß ich nicht, wie dieses Papier hier überhaupt zu bewerten ist. Ne? Weil das ist ja jetzt nicht auf diesem Wert in der Breve oder so erfolgt. Ne? Denn das ist ja hier im Zweiten Vatikanischen Konzil, ne? Wurde das formuliert. Ne? Am 7. Dezember 1965 von Papst Paul VI. Ja? Und ob das überhaupt einen Wert hat? Ob das überhaupt ist das jetzt etwas, was wirklich Wert hat oder nicht? Oder ist das was, was sich widerspricht? Ja, und wenn man dann irgendwie eine klare Linie findet und da stellt sich heraus, dass das noch gilt, was da in den anderen Papieren steht, dass wir jetzt nicht das Recht auf Demokratie und freie Religionswahl haben und so weiter. Wir sind ja noch in diesen Zeiten, wo ich denke, die Mehrheit der braven Katholiken, die in diesen Bänken da sitzen, doch etwas auf die Demokratie und so ein bisschen Freiheit setzen. Wenn man die mit diesen Aussagen insofern konfrontiert, dass sie dann halt zu ihren Pfaffen gehen und dann damit konfrontieren, ja, wie steht die Kirche? Ist die jetzt gegen Demokratie? Und wenn die sagen, nein, was ist, wenn man dann jetzt die Papiere vorlegt, die dann vielleicht an einer oder anderen Stelle, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt als unfehlbar gilt oder nicht, aber vielleicht könnte man sowas ausarbeiten, da den braven Katholiken an die Hand nehmen und da kann man ja vielleicht den einen oder anderen da herausholen. Neues, wenn ich hier lese, von jedem Zwang, von jedem religiösen Zwang befreiter Mensch, dann frage ich mich einfach nur, wenn du jetzt auf Bildersuche gehst, Papst und Präsident oder Papst und Kanzler oder irgendwelche Suchbegriffe da eingibst, ja, dann siehst du da eine riesen Kette von Besuchen, wo ich mich frage, wenn das alles bitteschön kein Zwang ist, was ist denn das bitteschön dann? Und wenn es bitteschön keinen Zwang gibt, wozu gibt es dann die Konkordate? Die sind doch immer noch der beste Beweis, dass die Romkirche mit den Staaten zusammen kooperiert, zumindest mit den gerechten Staaten. Ne? Wir reden ja jetzt nicht von Russland, den Staaten, ja, die ja quasi Feindstaaten sind, sondern wir reden ja mit denen, ja, wie Deutschland, der Vatikan ja schon seit vielen Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten Verträge hat. Ne? Und das ist also mein Punkt, Widerspruch eigentlich. Ja, mein Punkt wäre, dass man vielleicht als weitere Hausaufgabe mal die Punkte, die jetzt so hochgehalten werden in unserer Gesellschaft, wie die Demokratie, dass man die Punkte dann anhand der Bullen und so weiter und den Schriftstücken der Kirche stichfest herausarbeitet, damit man das den braven Katholiken an die Hand geben kann, damit die wiederum ihre Priester damit konfrontieren können und je nachdem, wie sie reagieren, vielleicht kriegt man da einen oder anderen wachgerüttelt, die dann in den Bänken sitzen. Die Arbeit kannst du dir sparen, mein lieber Marius. Ja, so. Die Arbeit kannst du dir sparen. Und warum kannst du dir die sparen? Früher bin ich da schon drauf eingegangen. Bitte vergesst das nicht. Welche Katholiken wurden denn zum Beispiel in dem Dritten Reich verfolgt? Ich habe immer gesagt, das sind die Liberalen. Was sind liberale Katholiken? Liberale Katholiken sind die Katholiken, die in vornehmlich, also hauptsächlich protestantischen Gegenden, Ländern aufwachsen. Und die Annehmlichkeiten der protestantischen Freiheit gekostet haben und obwohl sie katholisch im Glauben sind, diese Freiheiten nicht aufgeben wollen.
Und genau diese Katholiken nennt man Liberale. Und das sind die Feinde der tridentinischen Katholiken. Und da hast du eben das, was seit über 50, 60, 70 Jahren in der römisch-katholischen Kirche als Krieg entbrannt ist, nämlich der Kampf gegen die Liberalen, der Kampf gegen die Evangelikalen. Deswegen hat man das Ökumenische Konzil gegründet, um doch dafür zu sorgen, dass die Protestanten unter die Fittiche von Rom zurückkehren und die, die in voller Kommunion mit der römisch-katholischen Kirche sind, die werden akzeptiert. Und was ist die volle Kommunion? Das Akzeptieren, das glaubensmäßig Akzeptieren und Nachleben der Eucharistie, der Transsubstantiation. Und nur die Katholiken, die das machen, werden unter tridentinischen Gesichtspunkten akzeptiert. Und alle anderen sind liberale Katholiken und die müssen vernichtet werden. Und die wurden schon immer vernichtet. Die hat man genauso, das sind genau solche, zwischen Anführungszeichen, Ketzer wie alle anderen. Ja, ich weiß, dass man in diesen Zeiten hier nicht das Rad hier umreißt, beziehungsweise da großartig was verändert. Aber es geht um den Einzelnen, damit man da ein paar Seelen jetzt hier wachrüttelt und dann vielleicht wäre das da so ein Werkzeug dafür. Gibt ich dem weiß, Einzelnen dass man gerne mal eine Bibel, die er nicht lesen darf, und lies ihm bestimmte Sprüche aus der Bibel vor und sag ihm ganz einfach: Misst doch mal das, was hier in der Welt passiert, an der Bibel. Sei ein guter Beröer, Kapitel 17, Vers 11 von der Apostelgeschichte aus der Bibel. Ja, die Beröer waren bessere Juden als die in Thessalonika, weil sie lasen täglich in der Bibel und haben alles in der Welt an der Bibel gemessen. Genau das muss man tun. Aber ein Katholik liest die Bibel nicht, weil das wird ihm verboten. Aber ich brauche die Bibel nicht. Der Priester erklärt mir ja, was da drin steht. Der Katholik ist priesterhörig. Der denkt nicht selber. Das ist ja gerade das Problem. Ja, aber solche Sachen, wo er dann auch an die Demokratie glaubt und man ihn mit sowas konfrontiert, dann bekommt der vielleicht, wenn dann ihm der Priester noch das bestätigt, vielleicht bekommt dann die Kirche bei ihm die ersten Kratzer. Naja, gut, also ich möchte mich da jetzt auf die Diskussion nicht einlassen, die weicht auch jetzt ein bisschen vom Thema ab, das wir uns eigentlich heute als Ziel gesetzt hatten zu besprechen. Es ist eben ganz einfach so, es gibt die ultramontanen, tridentinischen Katholiken und es gibt alle anderen und letztendlich sind die Jesuiten vom Schlage der tridentinischen, deswegen haben sie das Konzil von Trient damals gegründet und die 125 Verfluchungen gegen protestantische Bibellehren und den Bibelglauben ausgesprochen. Das setzen sie heute immer noch in die Tat um, in dem einen Land mehr, in dem anderen Land weniger, immer je nachdem, wie sie können, wie ihre Macht gerade ist. Und ihre Macht wächst und wächst. Und wie es unter anderem in der Schweiz wächst, deswegen haben wir uns ja den Alexander eingeladen und wollten dieses Teil hier einmal vorlesen. Lass uns jetzt nicht zu sehr abschweifen in die Teile. Du machst ja einen interessanten Punkt, Marius, das kann man ja gar nicht abstreiten. Aber wir wollen ja heute nicht besprechen, wie kann ich den einzelnen Katholiken ansprechen, um ihn davon zu überzeugen. Soll sich der einzelne Katholike doch alleine schon mal nur diese Sendung angucken? Da hat er doch schon wahrscheinlich eine ganze Menge gelernt, gehe ich mal von aus. Übrigens habe ich jetzt nochmal geguckt bei diesen Dignitatis Humanitate, ne, musst du, das darfst du gar nicht einfach so lesen, ohne dass du vorher Auslegungsprinzipien, wie man also solche Dokumente überhaupt zu lesen hat, kennst. Du musst erstmal also sozusagen die Interpretationskriterien und Vorbemerkungen kirchlicher Lehramtstexte erstmal zur Hand nehmen und einfach studieren, damit du überhaupt weißt, wie diese Texte zu verstehen sind. Ja, also das ist hier heißt also, wir müssen mit bestimmten Vorbemerkungen anfangen, ohne die jeglicher Versuch, ein kirchliches Dokument zu verstehen, auf wankendem Boden steht. Also mit anderen Worten, kann man mit so einem einfachen logischen Verstand oder rationalen Verstand, kann man diesen Text gar nicht verstehen. Ja? Und ich spare jetzt die Details, aber
Das ist natürlich wieder mal auch diese typische ultramontane Lehre, ne? Diese Kasuistik und Sophistik, ne? Dass man eben nicht nein sei das ganze Gesetz sondern, oder das ganze Wort, sondern eben dann alles verdreht und verklausuliert wieder. Ne? Ja, die römisch-katholische Kirche sagt damit im Grunde genau das, dass sie eben sagt, die Lehren der römisch-katholischen Kirche sind genauso mysteriös und unverstehbar wie die Bibel. Und deswegen braucht ihr die Priester und die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche, um euch das zu erklären. Ohne die Erklärung versteht ihr gar nichts. Das so ist einfach. Da kommt es drauf hinaus. Ja. Da schließt sich das wieder. Ne? Ja, da schließt sich der Kreis, ja. Lass den Alexander noch mal eben weiterlesen, dass wir diesen Punkt noch abschließen können für heute, weil wir kommen ja langsam auch zum Ende der Sendung von heute. Oder wollen wir hier das nächste Mal noch mal anfangen und besprechen? Und heute nein, das möchte ich abschließen. Das möchtest du abschließen, Punkt, ne? Genau, dann mach das jetzt eben bitte mal. Es ist eine kleine Sache noch eben, der Kulturkampf, der eben vorausgegangen war, eben diese ganzen Bullen und diese Unfehlbarkeitslehre vom Papst. Und zwei Ereignisse haben eigentlich die Situation oder führte zu einer Eskalation in der Schweiz. Das kann man kurz vorlesen. Und zwar... Ja, soll ich das eben vorlesen oder willst du es vorlesen? Ja, ich kann schon vorlesen. Die Exkommunikation des päpstlichen Unfehlbarkeitslehre. Es gab einen Pfarrer, der hat diese Unfehlbarkeitslehre abgelehnt. Es gab viele Menschen, die das damals abgelehnt haben. Viele Bischöfe und Kardinäle, die damals bei der Versammlung 1870 mit bei waren. Und die haben dann später die altkatholische Kirche gegründet. Da war unter anderem der Döllinger zwischen in Deutschland, nur mal eben so nebenbei. So, bitteschön. Ja. Eben der Pfarrer Paulin von Gschwind in Stadtkirchen, der hat das auch abgelehnt durch den Basler Bischof Eugen, sowie vor dem Papst wurde er ohne Vorwissen, die Exkommunikation, er wurde dann exkommuniziert, dieser Pfarrer. Das ist ja, ohne Schutz mehr oder ohne Segen mehr von der katholischen Kirche stand er plötzlich da. Er wurde vogelfrei erklärt und ihm wurde die Erlösung abgesprochen. Weil außerhalb der römisch-katholischen Kirche gibt es ja keine Erlösung. Genau. Also er wurde verdammt, er wurde verbannt aus der römisch-katholischen Kirche, exkommuniziert, ja. Der Kirchenbann wurde ausgesprochen. Dann kam der Papst ohne Vorwissen der Genfer Regierung, erfolgte die Erhebung eines Weihbischof Gaspard in Merilmold zum apostolischen Vikar in Genf 1873. Und dann kommt eben die liberale Mehrheit, was du gerade vorher erklärt hast, der Diözesenstand des Bistums Basels ohne Zug in Luzern reagierte 1873 mit der Absetzung des Bischof Laschat von Basel. Während der Bundesrat im selben Jahr den Weihbischof Merimont aus der Schweiz auswies. Die Berner Regierung enthob die mit Laschat solidarischen jurassischen Priester ihre Ämter und wies sie im Januar 1874 aus dem Kanton aus. Gleichzeitig schuf sie auch eine für Katholiken verbindliche demokratische Kirchenverfassung, das Pfarrwahlrecht. Und jetzt als Pius IV. In der Enzyklika Esti Multa Luctuosa. Pius der Neunte. Neunte, Entschuldigung. Ja, ja, Pio Nono, ne? Der, über den wir gerade gesprochen haben. Quanta cura, syllabus errorum, Unfehlbarkeitspapst. Das ist 1870 Pius der IX. In der Enzyklika Etsi Multa Luctuosa. Genau. Und vom 21. November 1873, dem Kulturkampf in der Schweiz scharf verurteilte, brach der Bundesrat die diplomatische Beziehung mit dem Heiligen Stuhl ab und wies am 12. Dezember den päpstlichen Geschäftsträger, das ist der Nuntius, in Luzern aus. Vor diesem Hintergrund gelangte gegen die katholische Kirche gerichtete konfessionelle Ausnahmenartikel in die Bundesverfassung von 1874. Das war es dann gewesen mit Vatikan, mit Schweiz. Ja, bis zum Kulturkampf jetzt, ne? Das waren jetzt die Punkte, ne? Und dann folgen noch die Auszüge aus der Sitzung des Bundesrats vom 12.12.1873. Willst du das auch noch vorlesen, oder? Kann man ja. Auszug des Protokolls der Sitzung vom Bundesrat vom 12.12.1873. Nachdem aber unter Misserkennung dieser Beziehung und der Rücksichten, die eine erste Folge derselben sein sollen,
der Papst in auffälligster Weise gegen die Schweizer Behörde und ihre Entschließungen schwere und wiederholte Anklage ausgesprochen hat, so liegt es in der Pflicht und ist durch die Würde des Bundesrates geboten, die Erkenntnis Raum zu geben, dass eine ständige diplomatische Vertretung des Heiligen Stuhles in der Schweiz nutzlos geworden ist. Ja. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt eben wurde die Bundesverfassung nochmals verschärft mit dem katholischen Verbot, mit Klosterverbot, mit dem Jesuitenverbot nochmals deutlich nachgedoppelt. Da kamen noch weitere Beschlüsse hinzu. Ja, und das war das eigentlich der Höhepunkt eigentlich von dieser Krise. Oder von diesem Sieg kann man sprechen. Oder die Katholiken würden sagen, die Krise in der Schweiz. Ja, ich würde den Satz gerne nochmal vorlesen. Ich fand den ein wenig schwer zu verstehen, wie du ihn vorgelesen hast, diesen Auszug aus dem Protokoll der Sitzung. Entschuldigung, Alexander, aber ich möchte das gerne mal eben lesen, dass das gut verstanden wird. Nachdem aber unter Misskennung dieser Beziehungen und der Rücksichten, die eine erste Folge derselben sein sollen, der Papst in auffälligster Weise gegen die schweizerischen Behörden und ihre Entschließungen schwere und wiederholte Anklagen ausgesprochen hat, so liegt es in der Pflicht und ist durch die Würde des Bundesrats geboten, der Erkenntnis Raum zu geben, dass eine ständige diplomatische Vertretung des Heiligen Stuhls in der Schweiz nutzlos geworden ist. Oder zusammenfassend zu sagen, der Papst hat sich den Freiheitsbestrebungen der Schweiz missgenügend gegenüber ausgedrückt und ohne Rücksicht gehandelt und deswegen verweist die Schweiz den Nuntius, den ständigen Vertreter des Vatikan, des Landes. Die Schweiz hat hier denselben Schritt vollzogen, wie die Vereinigten Staaten von Amerika es 1857, ein paar Jahre zuvor, getan hatten, nachdem deutlich gewesen ist, dass die Jesuiten und damit die römisch-katholische Kirche verantwortlich war für den Anschlag auf Präsident Abraham Lincoln. Die haben nämlich die diplomatischen Beziehungen offiziell zwischen 1857 und 1984 abgebrochen. Es war der amerikanische Präsident Ronald Reagan, der ja zusammen mit Papst Johannes Paul II. In einer sogenannten Heiligen Allianz sich verschworen hat, den Kommunismus zu Fall zu bringen, der mit Wilson, hieß er glaube ich, den ersten amerikanischen öffentlichen Botschafter beim Heiligen Stuhl wieder eingeführt hat. Davor gab es immer nur persönliche Vertreter, also zum Beispiel selbst Präsident Woodrow Wilson, der Präsident des Ersten Weltkriegs in Amerika, hatte einen persönlichen Vertreter im Vatikan, aber eben keinen offiziellen Botschafter. Und hier ist es genau das Gleiche. Hier wurde die Vertretung des Heiligen Stuhls in der Schweiz des Landes verwiesen. Das hat es in Amerika nie gegeben, aber es hat von Amerika aus einen Botschafter im Heiligen Stuhl, also im Vatikan, gegeben. Und der wurde nach der Ermordung von Lincoln abgeschafft. So, ich wollte das nochmal auf diese Art und Weise lesen, Alexander, jetzt mit allem Respekt dir gegenüber. Ich fand aber, so wie du das vorgelesen hast, habe ich das selber nicht gut verstanden. Warst du technisch? Ja, wollte ich das nochmal so vorlesen, dass das jetzt einem jedem deutlich wird. Eben weil der Papst die Beziehungen misskennt und keine Rücksicht nimmt auf die Freiheitsbestrebungen der Schweiz. Deswegen haben sie ihnen des Platzes verwiesen. Und das geht halt zurück auf Quanta Cura, das geht zurück auf Syllabus Errorum und das geht zurück auf dann schlussendlich die Unfehlbarkeitserklärung. So, ich glaube, soweit wären wir jetzt durch. Die Punkte 4 und so weiter, die restlichen, 39 Seiten dieses Dokuments, die werden wir dann wahrscheinlich nächstes Mal uns zu Gemüte führen, schätze ich mal so. Alexander, hast du vielleicht für heute schon mal ein Schlusswort, bevor unsere beiden anderen Gäste, Gerald und Marius, in der Reihenfolge ihr Schlusswort zu dieser Sendung heute geben? Wie hat es dir gefallen, mal Gast bei Stunde der Wahrheit bei den modernen Kriegen zu sein? Wie zufrieden bist du mit dem Vortrag der von dir ausgearbeiteten Fakten? Und wie möchtest du die Zuschauer dazu motivieren, auch in der nächsten Sondersendung dazuzukommen und sich anzuhören, wie es dann nach 1874 weitergeht?
Ja, also gefallen tut es mir immer, eure Sendung. Jetzt live dabei zu sein, ist auch eine Herausforderung, auch ein bisschen nervös, aber ich denke, wir haben den Stoff gut durchgebracht, also vom Inhaltlich, deine Erklärung auch dazu und von dir, Gerald, Marius. Ja, also wichtig ist ja, dass wir das können eigentlich zeigen, wie die Geschichte ist, weil die Geschichte wird uns ja nicht mehr gelehrt in dieser Art und Weise. Es ist fast nichts mehr zu finden darüber. Und das ist ja wichtig, dass man das wieder hochhält, eigentlich, was unsere Geschichte ausmacht. Ja, und als Protestant, das eigentlich sollte man das wissen, was da passiert ist in der Schweiz. Mich als Schweizer sollte das wissen, sage ich mal so. Ihr als Deutscher solltet eure Geschichte kennen. Das ist so mein Fazit daraus. Was ich euch sagen kann, euch Zuhörer, bleibt dran. Also ich finde es wirklich erschreckend, mit welchen Schritten eigentlich die katholische Kirche die Schweiz wieder zurückerobert hat und wo wir heute stehen. Also wenn ihr das hören wollt, wo wir heute stehen, das ist wirklich, man sagt ja in der Bibel, der Teufel hat wenig Zeit, der rennt umher, ja, brüllt wie ein Tiger, wie ein Löwe. Ja, also ich denke, das spiegelt sich auch hier in dieser Geschichte wieder, wo wir heute stehen. Ja, das ist mein Wort für heute, ja. Ja, Alexander, erstmal vielen, vielen Dank dafür, dass du hier heute dir diese Mühe auch gemacht hast, ne, uns hier diese Dinge hier gebracht hast. Und ja, du hast es schon eigentlich sehr gut und treffend formuliert. Ne? Du bist selber ja erschrocken, ne, wie diese Dinge Fahrt aufnehmen. Ne? Und ja, genauso das Gefühl hatte ich jetzt auch. Ne? Aber also auf der einen Seite ist es halt ein Erschrecken, auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Gewissheit, dass die Dinge ja alle so passieren müssen. Und das ist dann wieder der Trost, den wir haben, dass diese Dinge eben dann so geschehen, wie wir sie eben jetzt sehen können. Ne? Insofern ist das halt immer diese Frage, wie, ne, wie man damit jetzt umgeht. Und deswegen auch, ne, diese Katastrophen, ne, aus denen man aber doch dann eben noch was Gutes zieht. Und das ist eben auch das Schöne an dieser Botschaft. Und deswegen erstmal vielen Dank dafür und natürlich auch ganz klar diese Parallelen, die wir hier sehen können. Also das heißt, dass in Deutschland sicherlich gab es einen anderen Kulturkampf, gab es eine andere Auseinandersetzung wie bei euch in der Schweiz. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also wie diesen ganzen Kulturkampf bin ich jetzt auch ein bisschen, habe ich mich auch ein bisschen überworfen, seitdem ich gehört habe und gelesen habe, dass der Bismarck da munter mitgemacht hat. Je nachdem, ob er daraus politisch Nutzen ziehen konnte oder nicht. Ne? Also auch er hat tatsächlich, obwohl er ja nach außen der erbitterste Gegner in Deutschland gegenüber der Romkirche, gegenüber dem Ultramontanismus war, ja dann trotzdem gemeinsame Sache gemacht, wenn es für sein politisches Fortkommen eben von Nutzen war. Ne? Also war dieser Kulturkampf von vornherein ja, ein Kampf mit ungleichen Mitteln und auch von vornherein eigentlich zum Scheitern verurteilt, ne? Weil es ja war kein richtiger, echter Kampf gewesen. Ne? Ja, und ich denke, die Jesuiten planen ja ihre Sachen 150 Jahre voraus. Ja. Also ist der Kulturkampf auch wieder nur eine Show gewesen, um den Katholizismus klein zu machen oder wie Art zu tot zu reden. Und dann plötzlich staunt man, wie es eigentlich steht, wie der Mussolini den Kirchenstaat wieder ins Leben ruft. Dann staunt alle Welt, aha, dass die lebt. Was den Gedanken an den Bismarck und den Kulturkampf angeht, da möchte ich nur Folgendes zufügen. Ich habe den Bismarck immer sehr bewundert, aber auch auf der anderen Seite habe ich immer mich vorsichtig verhalten, um zu sagen, das ist nur ein Mensch und das ist ein Politiker in einer sehr hohen Position. Und man kommt in diese Position nicht, wenn man nicht das Spiel auf eine gewisse Art und Weise mitspielt. Und eine Bestätigung dessen kann man dadurch bekommen, dass der Bismarck der Träger des Christordens ist. Wie das jetzt genau heißt, weiß ich nicht. Könnte ich vielleicht zum nächsten Mal raussuchen. Ja. Oder vielleicht macht einer von euch jetzt eben noch mal kurz die Mühe, wenn ihr bei Bismarck reingeht, seht ihr das. Das ist die höchste Auszeichnung, die ein Nicht-Katholik von der römisch-katholischen, also ein nicht-hierarchischer Katholik, also keiner aus der Kurie, kriegen kann, mit ausgezeichnet werden kann, ist die höchste Auszeichnung, die einer außerhalb der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche mit ausgezeichnet werden kann. Das zeigt doch ganz klar, dass er das Spiel mitgespielt hat.
In solchen Momenten muss man sich immer den Eid der Jesuiten vor Augen halten, der ja nicht auf die Jesuiten alleine beschränkt ist, das dürfen wir ja gar nicht glauben, weil der ist ja in Abstufungen auf die ganze römisch-katholische Hierarchie zufassend. Wenn man sich die Eide anschaut, die ein Priester ablegen muss, die ein Bischof ablegen muss und die ein Kardinal ablegen muss, die gehen alle in dieselbe Richtung. Das darf man niemals vergessen. Und jeder, der außerhalb der römisch-katholischen Hierarchie ist, aber für die römisch-katholische Hierarchie arbeitet, bekommt die Anerkennung in diesem Leben mit einer gewissen Position. So hat Bismarck das auch bekommen. Bismarck fand ich immer einen sehr positiven Mensch, bis mir mal klar geworden ist, Jörg, Bismarck ist der Einführer des Sozialsystems in Deutschland gewesen. Und das Sozialsystem, darüber werden wir noch sprechen in der römisch-katholischen sozialistischen Agenda. Da werden wir noch drüber sprechen, wenn wir uns Caritas in Veritate, Rerum Novarum und andere päpstliche Bullen anschauen. Und das geht dann immer wieder auf das Gleiche hinaus. Es geht auf einen Kampf der römisch-katholischen, mit anderen Worten, der Kirche des Teufels gegen den Menschen hinaus und gegen die Gebote Gottes. Und deswegen machen wir die ganze Sendung ja. Aber wie gesagt, Bismarck, Christusorden. Weiß nicht, ob ihr das jetzt rausgesucht habt oder nicht. Danke für eure Schlussworte und ich glaube, Marius möchte auch sicher noch was sagen. Ne? Wir sind schon so lange zugange, auch wenn es sehr interessant ist und ich danke euch allen, auch unseren Gast Alexander, dass er dabei gewesen ist. Ist schön, auch selber dabei zu sein. Ich mache es ganz kurz. Ich greife auf den Anfang zu mit dem anfänglich genannten Gedicht. Vom Gotthard weht ein schlimmer Wind. Sie kommen, die Jesuiten. Ja, was sollen wir jetzt tun? Sollen wir jetzt in Panik verfallen? Nein. Wir haben das Wort Gottes. Wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Und so heute wieder als Abschluss ein Fragment aus Matthäus 10. So fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Was ich euch im Finstern sage, das redet im Licht, und was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen? Und doch fällt keine von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Maranatha.